zwei Minuten da. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Ja? Anton, siehst heute aber schön aus. Du aber auch. Ah, ja. Ach, Herr Brüssel, mein Handy war weg. Ich war wieder völlig aufgeschmissen. Jetzt ist wieder alles gut. Und in Erratik, in Panik, ja. Ja, ja. Du hast es gelassen. Und deshalb spät, ja, pass auf. Ich dachte im Taxi, als ich vom Estrell nach Hause fuhr, weil ich ja heute befürchtet habe, die Obdachlosen. Mein normales Telefon ging nicht. Da stand, Batterie muss aufgeladen werden. Aber habe ich gesagt, ich benutze, als ich wieder reingesteckt, denn die Batterie. Dann war ich in der Gaststätte bei meiner Nachbarin. Ich da und habe von da aus telefoniert mit der Taxistelle. Die konnte aufgespannt. Dann mit meinem Sohn. Der hat sich dann bemüht. Und plötzlich vibrierte das. Und es gibt hier, was ich nie benutze, so eine hintere Tasche, wo ich aber nie was drin stecke. Und da steckst du das drin. Ja, nee, so ein Mist. Ja. Hättest du dich erstmal selbst angerufen oder so? Ja, Moment, ich hatte ja kein Telefon, dann in der Gaststätte, aber da hätte ich das wieder nicht gehört, wenn das ins Haus lag. Also das ist ja so. Platz an uns. Erstmal was zu trinken ein. Schuhe. Du bist 1985 in Malchine, Mecklenburg in der DDR geboren worden. Es wundert mich, dass du so schnell wirkst. Eigentlich leben dort Menschen, die mich immer beruhigen, weil sie selber so eher in Ruhe das Leben genießen. Sehe ich auch so, darum bin ich ja weggegangen. Normalerweise sind die meisten auch immer so 5 Jahre hinterher. Also, oder hat Bismarck nicht mal gesagt, als 50 Jahre. Ja. Mecklenburg passiert als 50 Jahre später. Nein, ich finde es trotzdem. Das Internet ist aber schon angekommen bei schöne uns. Schöne Gegend und so. Deine Mutter war Standesbeamte, dein Vater Schlosser und Lackierer. Dann hattest du einen Opa. In der DDR. Ja, ja. Ja, ja. Dann hattest du einen Opa, der für dich sehr wichtig war. Erklärst du mal, wie du Folgendes erlebt hast: den Opa als neugierig, die Mutter als bissig und den Vater als häufig schlecht gelaunt. Habe ich das irgendwann mal gesagt? Gut, dass Sie das nicht sehen. Das kommt ja nirgendwo. Ne? Ja, ja. Kommt darauf an, welchen Opa du meinst. Also ich hatte ja zwei Opas, die mich geprägt haben. Der eine ist einfach nur schon recht früh gestorben in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Der war Hausmeister in einem Plattenbau. Der hatte mich zunächst geprägt, weil meine Großeltern väterlicherseits sich immer um uns gekümmert haben nach der Schule und am Kindergarten. Weil war ja normal, dass die Mutter auch arbeiten geht. Und mein Opa mütterlicherseits, Fritz, war sehr prägend, weil er hat mit uns eine Menge unternommen. Also er war ja früher landwirtschaftlich sehr unterwegs. Die Oma hat einen LPG-Betrieb geleitet. Opa hat da so die Praxis übernommen auf den Feldern. Und wir also mein Cousin und ich, wir fanden es toll, auf dem Mähdrescher zu fahren im Sommer, draußen auf dem Feld zu sein und Opa davon abzuhalten, Rehe zu töten. Weil wenn du mit dem Mähdrescher übers Feld fährst, über das Getreidefeld, da sind oft immer kleine Rehkitze, die im Feld liegen und manchmal, wenn man nicht genau aufpasst, getötet werden. Das andere, was er prägend war, war die Liebe zu Tieren. Also die hatten halt auch immer Schafe, Hühner, Kühe, Pferde und so weiter. Wir durften die immer füttern und Opa natürlich die Arbeit abnehmen, was wir aber früher nicht so verstanden haben. Und das andere ist, er hat mich, wie mein Vater aber auch, zur Taubenzucht gebracht. Mhm. Mein Vater und mein Opa waren begeisterte Taubenzüchter. Der eine hat Mittelhäuser Tauben
für die Experten hier, gezüchtet. Und mein Vater hat Thüringer Kropfer gezüchtet. Und ich war dann irgendwann, glaube ich, im Jahre von 10 Jahren, nachdem ich immer bei den Ausstellungen mithelfen durfte und die Tombola machen konnte, wollte ich dann aber auch mal Tauben züchten und habe das, glaube ich, so 3 Jahre gemacht. Und das hat dazu geführt, dass man halt gewissenhaft sich kümmern muss. Und, das war ja. Wie bitte? Tiere sind anstrengend, ja. Ja, ja. Und ich habe dann auch gelernt, dass das auch viele Konsequenzen hat, weil einen Hund haben ist ja nicht so schlimm. Einfach mal Gassi gehen oder Scheiße wegmachen ist das eine und füttern. Aber bei Tauben, kannst du dir vorstellen, einen Taubenstall sauber zu machen jede Woche, das hat dann irgendwann einen auch gequält. Meine Mutter, ich weiß gar nicht, ob ich sie jeweils als bissig bezeichnet habe, sie ist auf jeden Fall eine bissige Beobachterin der Lage. Also schon recht früh war sie immer sehr und ist immer sehr auf Zack, wenn es um gesellschaftliche Entwicklung geht. Gleichzeitig hat sie sich aber wie meine gesamte Familie immer sehr unpolitisch verhalten. Also ja, das wollte ich dich nämlich als nächstes fragen. Ja. Deine Eltern gingen nicht wählen, aber haben kaum über Politik gesprochen. Stimmt das? Ja, in den 90ern. Ja. Beziehungsweise dann, als ich dann erwachsen wurde. Das habe ich auch am Anfang nicht verstanden, weil je älter ich wurde, desto politischer wurde ich, weil ich so gesehen habe, wow, das ist ja alles ziemlich spannend. Da kann man sich ja einbringen. Wir haben ja offenbar eine Demokratie und wir können wählen und mitbestimmen. Und meine Eltern hat es nicht so wirklich interessiert. Also die haben entweder resigniert oder das einfach sich dafür gar nicht interessiert. Und ich habe das immer nie verstanden, habe das aber dann im Laufe der Jahre und je älter ich wurde, schon verstanden, weil meine Eltern in der Zeit der DDR gab es ja auch sogenannte Wahlen. Ne? Und da gab es ja eine Einheitspartei, also die Einparteiendiktatur, der du ja auch angehört hast. Die haben dann. Wir hatten in Wirklichkeit mehrere Parteien, aber ich gehörte der Partei an. Aber ja. es wurde immer gerne dann Druck ausgeübt. Das haben mir meine Eltern dann auch gerne erzählt. Wenn um 17.55 Uhr ist dann der Polizeiwagen immer bei uns zu Hause vorbeigefahren und hat mein Papa gefragt: Na, Jörg, warst du schon wählen? Hm. Und Papa hat dann gesagt: Nö. Und dann hat der Polizeiwagen gesagt: Komm mal mit. Und dann haben sie ihn zum Wahllokal gebracht und haben auch überprüft, ob er dann deine Partei gewählt hat. Und das hat er dann artig gemacht. Und dementsprechend, so habe ich es jedenfalls verstanden, hat er dann nach der Wende, nachdem es ja das auch hier... Das ist dann genossen, nicht mehr wählen zu müssen. Ja, er hat von der Wahlfreiheit Gebrauch gemacht, nicht wählen zu gehen. Ja, ja. Und auch schon am 18. März 90 oder war er da noch wählen? Weil da hatten wir eine Wahlbeteiligung von wirklich... Fast 95%. Habe ich nie gefragt, muss ich mal fragen. Aber seitdem ich denken kann, waren die nie wählen. Aber mein Opa und Oma, die waren immer die Ersten. Die sind immer morgens um 8 mit einem Blumenstrauß empfangen worden, weil irgendwie bei uns auf dem Dorf war das so. Die Ersten, die wählen gehen, haben immer Blumenstrauß bekommen. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass der Zeitungsreporter dann auch mal vor der Tür stand, damit sie abgebildet werden beim Wählen gehen. So, die Ersten, Malchina, gehen wählen. Oder ob sie einfach die Ersten sein wollten, die ihre Stimme abgeben, weil das vielleicht dann mehr Gewicht hat als die Letzte. Wie sehr achteten deine Eltern auf deine Schulergebnisse oder spielte die Schule für sie gar nicht so eine Rolle, mehr für deinen Opa oder so? Ich glaube, das lag daran, erstens, es war besonders, dass ich aufs Gymnasium kam und Abitur machen konnte, weil meine Mutter konnte nicht, sie war eine sehr, sehr gute Schülerin, wollte auch studieren, konnte aber nicht an die Schule, an die Oberschule oder auf die Oberstufe, weil die Eltern nicht in der Partei waren. Und dementsprechend wurde ihr das verwehrt. Und als es dann quasi nach der Wende für mich in den Ende der 90er möglich war, waren sie erstmal natürlich mega stolz und haben dann immer das gerne verfolgt und mich gefördert. Aber sie haben mich nie unter Druck gesetzt. Ich war halt in der Grundschule immer schon ein ziemlich guter Schüler und mir ist immer alles sehr leicht gefallen. Und als sie dann gemerkt haben, dass ich selbst auf dem Gymnasium im Vergleich zu den, ich sag jetzt mal, elitären Söhnen und Töchtern der Stadt, man gab ja dann viele Zahnärzte und so weiter, ich weiß immer noch, Mutti hat sich dann immer, hat das immer sehr verglichen, ja, der Paul, der Zahnarztsohn,
Der will unbedingt, dass der Sohn irgendwann mal studiert und auch Zahnarzt wird, aber der war halt nicht so gut und trotzdem wurde er aufs Gymnasium geschickt und trotzdem wurde er quasi den Qualen des Gymnasiums ausgesetzt und ich hatte halt immer nie Qualen. Mir ist das immer alles sehr leicht gefallen und das hat meine Mutter halt immer gewundert und als sie dann aber festgestellt hat, dass ich trotzdem ziemlich gute Noten bis sehr gute Noten nach Hause gebracht habe, war das im Grunde ein Selbstläufer, aber trotzdem habe ich dann manchmal mir den Spaß gemacht vor irgendwelchen Geschichtsklausuren, obwohl ich es gar nicht nötig hatte, bin ich mit Mutti dann immer so die Sachen durchgegangen, damit sie das Gefühl hatte, sie hat auch Einfluss auf meine guten Noten. Welche Rolle spielte in deiner Familie, also welche Rolle spielten Kunst, Kultur und Bücher? Keine. Keine. Oder auch nur höchstens Fernsehen darüber gesprochen oder so? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir irgendwann mal, dass mir mal ein Buch geschenkt wurde. Wenn, dann habe ich mir Bücher selbst besorgt oder gewünscht. Wir sind auch auf keine Kunstausstellungen und so weiter gegangen. Es wurde sich auch keine Kunst gekauft. Nee, damit hatte ich eher so in der Schule dann, also über Schüler und Lehrer dann Erfahrung gemacht. Und ja, die Kultur bestand daraus, Fernsehen zu gucken. Und aber Feste wurden bei euch eher traditionell gefeiert und wurde auch gespielt, ärgerlich nicht, oder Monopoly oder sonst was? Ja, die allgemeinen Gesellschaftsspiele haben wir natürlich mehr gerne gespielt, also besonders die, wo Opa immer gewonnen hat. Hm. Besonders Kartenspiele waren bei uns groß im Umlauf, ne? Skat, die Skatabende, da ja. Wurden auch manchmal, ich glaube, der Opa ist jetzt schon tot, illegale Abende veranstaltet, wo auch mal Geld auf den Tisch gelandet ist. Ansonsten, ja, ich glaube, wir haben im Westen sagt man ja Karneval, wir haben bei uns Fasching gefeiert im Keller von Oma und Opa und ansonsten alle anderen üblichen Feste, ja. Es war jetzt aber nicht so, dass da ständig irgendwo Partys gefeiert wurden, das Geld war ja auch knapp. Und sag mal, und Fernsehen, spielte das eine große Rolle abends oder? Ich kann mich zumindest daran erinnern, dass wir so, sag ich mal, zwischen 20:15 und 22 Uhr immer zusammen Fernsehen gucken konnten. Wir hatten ja immer nur einen Fernseher, diese Röhre, die hat dann im Wohnzimmer gestanden und dann habe ich halt unter der Woche mit Papa Alarm für Cobra 11 geguckt und am Wochenende gab es irgendwie Wetten, dass und keine Ahnung, Sportschau, RAN, das ist zumindest das, woran ich mich erinnere. Wir haben da jetzt keine politischen Sachen geguckt, also da bin ich sehr, sehr spät reingeruckt. Also ich habe dich auch erst sehr spät kennengelernt. Als die Mauer fiel, warst du 5, als die deutsche Einheit hergestellt wurde, 5, wollte ich sagen. Auch noch 4. Und wie? 3. Oktober war Wiedervereinigung, da war ich noch 4, ich hatte 3 Wochen später Geburtstag. Aber schon fast 5. Fast 5. Ja, ja. Was mich interessiert, deine Eltern, nehme ich an, auch dein Opa, aber das weiß ich natürlich, werden sich ja sehr gefreut haben. Oder irre ich mich da? Oder war das für sie ein ganz großer Tag? Oder muss man zwischen Mauerfall und ein Jahr später deutsche Einheit unterscheiden? Also ich weiß, meine Oma hat am 10. November Geburtstag. Ja. Und Oma hat immer groß gefeiert in Malchin. Da kamen dann auch schon immer viele. Mir ist klar, als am 9. November der Mauerfall war, dass die Party am Abend später die größte in ganz Malchin war. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass die Mauer gefallen ist oder ob Oma da einfach nochmal richtig groß eine Sause gefeiert hat. Mhm. Aber ich weiß, dass man sich erstmal drüber gefreut hat. Sie waren jetzt aber, glaube ich, nicht aktiv jetzt bei den Montagsdemos dabei und weil sie, glaube ich, auch nicht so genau wussten, was da jetzt auf sie zukommt. Und ich weiß, dass in der Zwischenzeit, das ist so eine der ersten Erinnerungen, die ich habe, dass wir mit dem Trabi nach Berlin gefahren sind, uns da das Begrüßungsgeld abgeholt haben und dann am Zoo irgendwie ein Eis gegessen haben. Und ja, ich glaube, meine Eltern, was waren die? Die waren Mitte, Ende 20 damals und waren vielleicht auch noch ein bisschen naiv und dachten, ja, also die Versprechen des Westens, ne, klingt nicht schlecht. Ein schönes kapitalistisches System, wo alle reich werden können, das ist jetzt auch das, was uns blüht. Und gucken wir mal, was passiert. Und dann kam es ja anders. Ich habe es schon mal erzählt, aber ich erzähle dir auch mein Geheimnis. Ich ärgere mich bis heute.
Ich bin einer der wenigen, der sein Begrüßungsgeld nicht abgeholt hat. Ah. Und zwar, weil ich schon relativ bekannt war. Und da dachte ich, wenn ich mich da anstelle für den komischen Fuffi oder so, oder ein Huni, blamier ich mich. Deshalb finde ich, dass Theo Weigel, der lebt ja noch, mir 50 Euro schuldet. Es haben ja manche, ich weiß, einer meiner Onkels hat sich den Spaß gemacht, bei drei verschiedenen Stellen sich ein Begrüßungsgeld abzuholen. Ich weiß nicht, ob es damals noch nicht so eine Kontrollmöglichkeit gab, aber einmal... Offensichtlich nicht, ja. Irgendwie so bei nahe Schwerin oder so weiter nach Hamburg konnte man sich was holen, dann in Berlin oder so weiter. Also den Spaß haben sie sich dann schon gemacht. Wie erlebten deine Eltern den Wegfall ihrer Jobs? Also deine Mutter vom Standesamt ins Autogewerbe und dein Vater frühzeitiger Ruhestand. Hat ihn das getroffen? Na gut, es gab in den 90ern natürlich noch einige Übergangsphasen, aber dass der Beruf wegfällt, das war schon ein harter Einschnitt. Ich habe das am Anfang gar nicht so mitbekommen, weil man will die Kinder ja wahrscheinlich auch nicht belasten und irgendwie Angst machen. Das wurde wahrscheinlich so hinter geschlossenen Türen verhandelt. Meine Mutti hatte sich im Großen und Ganzen recht schnell zurechtgefunden. Sie ist halt so in den Einzelhandel erstmal gewechselt, war jetzt nicht so direkt im Autogewerbe aktiv, ist dann aber schnell Mitte der 90er, hat sie einen Job im Autohaus bekommen, als Disponentin nennt man das und irgendwie Autoverkäuferin für VW und Audi. Und hat sich da sehr gut zurechtgefunden, hatte da ihre Talente und hat das dann auch am Ende mit einem Wechsel in ein anderes Autohaus irgendwann 25 Jahre gemacht. Also da war sie eine der führenden Köpfe und das hat ihr vielleicht sogar noch besser gefallen als das Standesbeamten-Dasein, obwohl sie diesen Job hätte unbedingt, glaube ich, gerne weitergemacht. Da wäre sie auch, glaube ich, ziemlich gut gewesen. Mein Vater war natürlich traurig und hat sich aber in den 90ern, anders als meine Mutter, ich finde sogar noch besser geschlagen. Er war dann Außenhandelsvertreter und ist halt oft mit dem Auto durch die Republik gefahren und hat, glaube ich, im Sanitätsbereich alle möglichen Baumärkte abgefahren und war da ziemlich erfolgreich, bis die Firma, glaube ich, pleite gegangen ist. Aber das lag nicht an ihm. Und dann war er eine Zeit lang Lkw-Fahrer. Das ist dann aber auch irgendwie zu Ende gegangen. Und dann war er eine Zeit lang krank, kam nicht mehr in den Job. Und das war ja dann auch Anfang der 2000er eine ziemliche Wirtschaftskrise in ganz Deutschland. Und die Krankheit hat sich dann zu einer chronischen entwickelt, sodass er dann irgendwann in die Frührente musste. Und kannst du dir vorstellen, also die Arbeitslosigkeit hat schon nicht nur an ihm selbst gezerrt und am eigenen Selbstbild, sondern das hat dann auch für innerfamiliäre Spannungen gesorgt. Also ich weiß, einer Opa, von dem wir gerade geredet haben, mütterlicherseits, das war schon ein autoritärer Typ, so ein richtiger Familienpatriarch. Und der hat dann auch in der Familie, also je älter ich wurde, habe ich das mitbekommen, auch immer schon Druck ausgeübt und hat dann meiner Mutter gesagt, so, ja, will der nicht arbeiten? Ne? Also er hat das denn, diese fast schon neoliberale Denke in der Familie eingesetzt, im Sinne von, dein Typ will nicht arbeiten. Dabei konnte er nicht arbeiten und hat keinen Job gefunden, beziehungsweise keinen, der ihn glücklich gemacht hätte. Und das war schon sehr belastend und das haben wir dann auch mal mitbekommen. Du warst ja in der Schule sehr clever, nicht nur, dass du gut im Stoff mitgekommen bist, gute Noten hattest, sondern du hast dich immer in die letzte Reihe gesessen, das ist sehr schlau, da kommt man deutlich seltener ran. Ich wurde in die letzte Reihe gesetzt. Ach, du warst ein Störenfried. Ja. Ja, ich war halt ab der ersten Klasse immer, glaube ich, sehr talentiert, sehr schnell mit dem Stoff fertig zu sein. Und wenn man in einer Stunde irgendwie irgendwelche Aufgaben lösen musste, dann brauchten die anderen 20 Minuten und ich brauchte dafür vielleicht 5. Und habe dann halt in der Zwischenzeit nicht irgendwie für mich rumgesessen und Handys gab es damals noch nicht, sondern ich habe dann halt der Marlene und der Susi oder dem Tom da irgendwie genervt. Ja. Und gerade wenn die neben mir gesessen haben, war das natürlich ein Problem. Ja.
Und das war dann so ab der, glaube ich, zweiten Klasse wurde Thilo einfach in die letzte Reihe gesetzt, ganz hinten alleine, damit ich dann zumindest weniger Leute oder weniger Mitschüler stören könnte. War nicht immer erfolgreich und melden konnte ich mich natürlich trotzdem. Und ich habe mich natürlich auch mal eingebracht. Erzähl uns mal von deinem Highschool-Jahr in Texas. Ja, da wurde ich nicht in die letzte Reihe gesetzt. ich hatte lustigerweise, ich kann immer sagen, warum ich überhaupt hin wollte. Ich hatte mich plötzlich für die USA interessiert, nachdem die zwei Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind. Vorher hatte ich mich so mit Geopolitik und den USA kaum beschäftigt, hatte nicht so mitbekommen, was da los ist, aber dann kam halt durch den 11. September, es war ein Tag, den ich nie vergessen werde. Also ich weiß noch, mein Vater hat mich abgeholt von der Schule, wir haben im Auto gesessen und dann kam gerade so Radiomeldung, ja, dass ein Verkehrsflugzeug ins World Trade Center geflogen. Bin ich nach Hause gekommen, habe meinen Fernseher angemacht und ist gerade das zweite Flugzeug reingeflogen. Und ich habe den ganzen Tag halt am Bildschirm gehangen und ich sehe es halt immer noch vor mir. Und seitdem, weil wir haben dann die Tage danach auch in der Schule immer drüber geredet und die ganze, so das Geopolitische war dann sehr präsent. Und ich habe mich auch gefragt, wie kann sich irgendjemand trauen, diese Supermacht anzugreifen? Das fand ich halt super faszinierend. Und gleichzeitig hat mich das Land dann halt immer mehr fasziniert, weil ich dann natürlich von der amerikanischen Politik und der westlichen Reaktion andauernd mitbekommen habe. Und dann hatte ich halt den Wunsch formuliert, weil ich dann mich ein bisschen mit beschäftigt hatte, man kann da ja hingehen. Man kann da so ein Austauschprogramm machen. Und ich habe dann meinen Eltern gesagt, wie wäre es, wenn ihr einfach einen Amerikaner für mich hättet? Ich dachte, ein Austauschprogramm heißt, dass ein amerikanischer Schüler zu mir kommt. Und meine Eltern haben gesagt, sowas kommt hier nicht in Frage. Wir holen uns hier keinen Amerikaner ins Haus. Als ich dann aber rausgefunden habe, da kommt gar keiner, das heißt nur so, waren meine Eltern so, ja, das können wir uns nicht leisten. Und dann dachte ich, okay, das ist eine Ausrede. Weil eigentlich ging es immer nur darum, dass kein Amerikaner und Amerikanerin kommen soll. Weil es war jetzt nichts gegen Amerikaner, sondern einfach, die wollten nicht noch ein Kind hier versorgen müssen. Ja. Und ich habe es dann irgendwie geschafft, sie davon zu überzeugen, dass es alles gar nicht so teuer ist. Und habe dann ausgerechnet, dass für die 10 oder 11 Monate, die ich nicht da wäre, sie ja meine ganze Verpflegung und das, was sie sonst über das Jahr hin bezahlen müssten, dass das teurer wäre, als wenn sie mir dieses Programm bezahlen würden. Ich glaube, das waren so 3.000, 4.000 Euro, die man damals zahlen musste. Das ist, glaube ich, heutzutage noch recht billig. Und dann haben sie gecheckt, ey, das macht sogar Sinn, kannst sofort gehen. Texas Zufall oder Absicht? Texas war in dem Sinne Zufall, man hätte, glaube ich, nochmal 1.000 Euro mehr der jeweiligen Organisation zahlen müssen, wenn man sich quasi einen Bundesstaat hätte aussuchen wollen, weil die meisten natürlich entweder nach Florida oder Kalifornien wollen. Und das war natürlich nicht drin. Und ich habe dann nur der Organisation gesagt, bitte, bitte nicht nach Minnesota oder da, wo es schneit. Weil ich hatte irgendwie Angst vor Schnee und Winter, weil wir sind auch nie irgendwie im Urlaub gefahren, irgendwie in Schneegebiete und so weiter. Und dann kam die Nachricht, dass ich in Texas einen Platz bekomme. Ja, und dann bin ich da in den Dallas-Fort Worth Metroplex gelandet. Das ist ein kleiner Vorort, heißt Arlington. Und bin da bei einer, glaube ich, heutzutage würde ich sagen, Hillbilly-Familie gelandet. Die haben dann in so ein, ich glaube, man nennt das nicht Haus, sondern wie heißen denn diese fest installierten Wohnwagen gekommen, aber die dann so zu drei oder vier aneinander geschweißt wurden. Und das war eine sehr, ich sage mal jetzt, christlich fundamentalistische Familie, die uns und meine Geschwister, die hatten ja auch Kinder, sonntags zur Kirche gebracht haben.
mittwochs nochmal zur Kirche geschleppt haben, weil da dann Youth Group war, so Bibelstudies und so weiter und so fort. Morgens und abends wurde auch immer am Tisch gebetet, und wenn ich dann nicht mitgemacht habe als alter Atheist, dann wurde ich schief angeguckt. Und die waren ein bisschen komisch. Also ich habe dann auch... Waren das so Evangeliker? Was? Evangeliker, die sind ja ziemlich fanatisch dort. Nee, das waren so Evangelikale. Ich weiß auch noch, das erste Mal, wo ich vom Flughafen abgeholt wurde, wir so nach Hause gefahren sind, wurde mir klar, wo ich dann da bin in Texas. Weil bei uns in der DDR oder in MacPom, da gibt es halt zwei Kirchen. Ja? Also da gibt es halt die große alte protestantische Kirche, die eigentlich eher Kulturgut ist als Ort für Leute, die in die Kirche gehen. Und dann gibt es irgendwo noch eine katholische. Und auf dieser Hauptstraße, wo wir da hingefahren sind, gab es halt 30 verschiedene. Also Church of Christ, Christ Church, Baptist, Lutherans, Black Church, Mormons, Dings. Und ich war nur so, okay. Und das festgestellt, dass Sport an der Schule eine ganz andere Rolle spielt. Ich wollte jetzt aber noch die Story erzählen mit den Eltern. Die hatten irgendwann, so eine Vorliebe für deutsche Jungs. Ich hatte nämlich festgestellt, ein bisschen recherchiert als kleiner Nachwuchsjournalist schon, dass die vor mir 15 deutsche Jungs schon vorher hatten. Es mussten immer deutsche Jungs sein. Und das fand ich schon ein bisschen weird, weil sie immer wieder betont hatten, dass, weil ich habe mir so gefremdelt halt mit dem ganzen Kirchenkram, dass die anderen immer super, super gut waren. Und dann habe ich halt rausgefunden, dass die alle aus dem Westen vorher kamen. Und ich war der erste halt ostdeutsche Junge. Das hatten sie wahrscheinlich nicht gut genug recherchiert. Und dementsprechend haben sie damit gefremdelt. Und der Tiefpunkt war dann erreicht. Also man kommt im August meistens dahin. Und ich habe im Oktober Geburtstag, dass sie mir an meinem Geburtstag nicht gratuliert haben. Also ich habe dann den ganzen Tag da so Frühstück und abends gesessen in der Schule. Alle so, hey, happy birthday. Und die haben kein Wort gesagt. Und ich weiß noch, ich habe dann meiner Gastmutter damals so ein bisschen wehleidig, nicht der Gastmutter, sondern der Mutter meines besten Freundes dort vor Ort erzählt, die mit uns irgendwie Eis essen war in der Mall. Ja, irgendwie ist das normal, dass hier die Eltern einem nicht gratulieren? Und sie so, hä, was? Nee, doch, im Gegenteil, du bist eigentlich bist den ganzen Tag der Star. Und ich so, ja, uns aber nicht so. Und dann hat sie halt irgendwie rausgefunden und mit meiner Gastmutter da geredet, und die hat dann erzählt, ja, Thilo hat vorher, einen Tag vorher, einen komischen Witz über Jesus gemacht. Und das war dann so der Auslöser, was dazu geführt hat, dass die Mutter meines besten Freundes gesagt hat, hast du nicht Lust, zu uns zu kommen? Und als sie dann an dem Tag später mich mal mit zu sich genommen hat, habe ich halt gesehen, okay, die leben nicht in so einem Hillbilly-Viertel, sondern in einer großen Villa. Weil der Vater war so ein Manager eines großen Aktienunternehmens in Texas. Und da habe ich sofort gesagt, ja, klar. Und dann war ich innerhalb von 2 Wochen von dieser Familie los, die sich auch nie wieder gemeldet hatte, und bin umgezogen. Aber ich bin trotzdem weiter zur Kirche gegangen, weil die Mädchen da waren. Ah, ja. Wo hast du dein Abitur gemacht? Wann habe ich mein Abitur gemacht? Ja, wann und wo? Ja, ich bin dann wieder zurück. Die 11. Klasse hat man ja übersprungen. Wir hatten ja damals schon 13 Jahre Abitur. Das heißt, du bist dann wieder an die alte Schule zurück? Ich bin an die alte Schule zurück, habe die 11. Klasse übersprungen, kam mit 17 Jahren wieder, konnte schon Auto fahren. Weil damals galt ja immer noch Führerschein ab 18, aber weil ich meinen texanischen Führerschein hatte, konnte ich diesen Führerschein nutzen, weil deutsches Recht besagt, wenn man einen ausländischen Führerschein in Deutschland hat, kann man den ein Jahr lang weiter benutzen. Weil er legal erworben wurde, konnte ich schon mit 17 Auto fahren, was mir dann meine Zeit erleichtert hatte, weil ich war früher in der Schule eher so ein, würde ich sagen, Nerd und Einzelgänger und eher uncool. Und das hat dann meine Popularität dann doch schon ein bisschen Auftrieb geholfen. Ich hatte leider trotzdem immer noch kein Auto.
Und habe dann 2005 Abitur gemacht. Mit 15 wurdest du weiter politisiert, nämlich durch die Nichtbeteiligung Deutschlands am Irakkrieg. Das heißt, das war ja noch in Texas, ne? Ja. Wie war denn deine Einstellung zu diesem Krieg und weshalb hast du Support the Troops mitgemacht? Die unterstützten ja die Truppen und den Krieg. Also, du warst ja sehr jung. Ich kann das verstehen. Ich will nur wissen, was du davon begeistert. Ich kann das auch gut verstehen. Das hat mich ja sehr geprägt. Also ich war 2002, 2003 an dieser Highschool. Das war in Texas. Texas war der Bundesstaat des US-Präsidenten Bush. Das ist mal zum Hintergrund. Wir hatten an der Schule drei Lehrer, die in der Reserve der Armee waren. Und auch die ersten waren, die gleich nach Bahrain gerufen wurden, als die Kriegsvorbereitungen waren. Dann war ich in der Schule Teil des Student Council. Das ist so die Schülervertretung, wie wir das hier kennen. Anders als bei uns an der Schule, wo man da reingewählt wird, in der Highschool in Amerika ist es so, man kann da erstmal hingehen und wenn man nicht rausgeschmissen wird, kann man da einfach mitmachen. Und weil ich halt nie in die Schülervertretung gewählt wurde an meiner Schule, fand ich das einfach toll. Hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass ich der erste Ausländer überhaupt war in dieser Schule, der da in dem Student Council mitgemacht hat. Und weil wir halt Lehrer hatten, die in die eingezogen wurden, hat der Student Council gesagt, okay, wir müssen das unterstützen, ne? Support our teachers und so weiter und so fort. Und es gab an der Schule auch so eine Diskussion darüber im Sinne von, naja, hier sind ja jetzt nicht alle für den Krieg, ne? Also ist ja damals auch schon diese Separation gewesen zwischen Republikanern und Demokraten, zwar jetzt nicht so stark wie in anderen Bundesstaaten, also die Republikaner waren dann doch immer schon stärker in Texas, aber es gab jetzt irgendwie nicht, dass alle 100% da diesen Krieg unterstützt hatten. Und darum hat dann der Student Council, also diese Schülervertretung, gesagt, okay, wir machen Support the Troops, weil das heißt nicht Support the War. Ja. Das habe ich jedenfalls geglaubt. Also im Nachhinein war es natürlich so, weil wenn du die kriegsführenden Invasionstruppen unterstützt, dann unterstützt du dann eigentlich dann doch schon den Krieg. War mir aber nicht klar, ich war naiv und habe mir einreden lassen, ja klar, also meine Lehrer, den einen kannte ich ja auch, ist ja nichts dabei. Und dann haben wir Sammelaktionen gemacht über mehrere Wochen. Und am Ende haben wir laut dem amerikanischen Pentagon die meiste Spendenfracht einer einzigen Schule in ganz Amerika zusammengesammelt. Von Kaugummis bis Bananen und so weiter und so fort. Und das wurde nach Bahrain geschippert. Und am Ende des Schuljahres, da war der Krieg quasi schon gelaufen, weil Bagdad wurde eingenommen, ich meine, das Pentagon unserem Student Council Medaillen verliehen. Hast du individuell eine bekommen oder nur der ganze Council? Ich hab dann von dieser Medaillenverleihung erfahren, als ich im Juni dann gerade zurück nach Deutschland gekommen bin und ich habe nur gefragt, kriege ich auch eine? Und ich bekam eine. die kam dann an, ich habe die immer noch. Und habe die dann auch so, ich weiß noch, ich habe ja damals für die Zeitung noch gearbeitet, bin dann zu meinem Chefredakteur gegangen, habe gesagt, guck mal, ich habe eine Medaille. Und er so, hast du jetzt eine Kriegsmedaille bekommen oder was? Ich so, nein, wir haben da hier Support to Troops gemacht. Und habe das dann so erzählt, dann gab es einen kleinen Artikel in der Zeitung und einen Tag später hat sich die Bild-Zeitung gemeldet. Ne? Die Bild-Zeitung war ja pro Bush und ich weiß jetzt nicht, ob sie pro Irakkrieg waren, das weißt du besser. Aber dann bin ich damit auch in der Bild-Zeitung gelandet. Und die Überschrift war, für Bananen und Kaugummis, mal China bekommt Friedensmedaille, was es nie war. Aber das ist halt bei Bild so angekommen. Und dann bin ich erst in die Schule zurück, weil Schule hat ja auch. Und da gab es dann auch Kritik, ne? Ja, du kannst dir ja vorstellen, wenn du an eine Schule kommst, die über mehrere Monate Friedensdemos in Rostock und Malchin organisiert hat, wie man dann ankommt, wenn man als texanischer Schüler Support the Troops gemacht hat und eine Medaille des Invasoren bekommen hat. Lief gut. Ja.
War das die Frage? Ja, das war schon die Frage. Ja, aber du hast deinen Grundwehrdienst. Nee, pass auf, das hat mich insofern politisiert, weil ich trotzdem als Deutscher dann innerhalb der Schule und innerhalb der Klassen, weil wir haben ja natürlich auch über den Krieg geredet, ich wurde dann gezwungen, ne, du bist ja Deutscher, erklär uns mal, warum ihr Deutschen bei diesem gerechten Krieg nicht mitmachen wollt. Ja. Also das war dann wieder in Texas, was du jetzt schon hast. Ja, an der Highschool wurde ich dann quasi auch von den Lehrern so vor der Klasse so outgecalled, ey, erklär doch mal, wenn hier irgendein Land gerne Krieg führt, dann seid doch ihr Deutschen. So haben sie es gesagt. Und ich dann so, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Und dann habe ich mich halt eingelesen und habe dann so gelesen, ja, hier Schröder und Chirac und Fischer mit I'm not convinced wegen den Massenvernichtungswaffen, habe das dann so vorgetragen und ich weiß, mein Geschichtslehrer meinte so, sure, ja. Du glaubst deiner Regierung. Und ich so, ja, du doch auch. Und dann haben wir dann irgendwann nicht mehr drüber geredet. Also das war halt lustig. Ich musste quasi vor meinen Lehrern und den Schülern so die deutsche Position erklären, die gegen den Krieg war. Ich war aber in der Schülervertretung im Endeffekt für den Krieg. Ich habe das erste Mal erlebt in meinem Leben, als ich das erste Mal Israel besuchte, dass mir zu Ehren eine deutsche Flagge gehisst wurde am Hotel. Das kannte ich natürlich überhaupt nicht. In Israel. Und konnte und sollte dann immer erklären, was meine Regierung wann wozu gesagt hat. Da habe ich auch gesagt, das ist doch gar nicht meine Rolle. Aber man haftet dann eben für sein ganzes Land irgendwie. Ja. Aber wie gesagt, aber genau das hat mich politisiert, weil ich dann zum ersten Mal gezwungen war, mich mit Politik auseinanderzusetzen und irgendwie Dinge versuchen muss zu argumentieren. Ich war quasi der Mini-Botschafter in Texas. Erzähl uns mal von deinem Grundwehrdienst in Schwerin beim Panzerbataillon. Oh Gott. Was hat das aus dir gemacht? Naja, wie soll ich sagen? Mein Vater war ja auch bei der NVA. Und ich, eine der ersten Erinnerungen, die ich immer noch habe, oder aus der Zeit der DDR, dass wir Papa immer mit dem Trabi abgeholt haben. Und Papa sah irgendwie immer sehr cool aus als Soldat. Das habe ich mich immer erinnert. Und nach der Schule war es so, oder irgendwie die Schulzeit endete und ich hatte mich halt gefragt, ob ich jetzt Zivildienst mache oder zur Bundeswehr gehe. Und wir hatten damals, meine Oma war ein Pflegefall und die haben wir halt über Monate pflegen müssen. Und für mich war, hätte ich Zivildienst machen müssen oder hätte ich das gemacht, wäre die Option gewesen, dass ich ins Pflegeheim gehe und das mache. Und irgendwie hatte ich ich wollte das nicht, weil ich hatte das halt über Monate zu Hause erlebt. Und gleichzeitig war so, ich wollte nicht sofort an die Uni und gleich weitermachen, nachdem ich quasi über Monate erstmal Abi gebüffelt hatte. Ich hatte aber nur auf die Einberufung von der Bundeswehr gewartet. Und die kam und kam nicht. Und dann hatte ich halt irgendwann mal in Neubrandenburg da angerufen, also irgendwie die verantwortliche Stelle. Und die haben dann so geguckt, ja, sie sind ja gar nicht auf unserer Liste. Also ich habe offenbar auf der Meldeliste für den jeweiligen Jahrgang gefehlt und habe gesagt, naja, aber ich bin der und der und bin dann geboren. Ja, eigentlich müssten sie dann hier sein. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, können Sie mich mal mustern. Und dann haben sie mich gemustert, haben festgestellt, okay, Pilot kann ich nicht werden, weil ich halt schlechte Augen habe. Aber alles andere könnte ich machen. Und dann hatte ich halt das Glück, dass anders als die Leute, die normal gemustert werden und dann auch automatisch zugeteilt werden, dadurch, dass ich mich quasi proaktiv gemeldet habe, haben sie gesagt, ja, dann suchen sie sich da aus, wo sie hinwollen. Dann habe ich gesagt, na gut, also wo ist dann die nächste Grundausbildungsstelle? Und dann meinen sie, ja, Schwerin. Gut, dann gehe ich nach Schwerin. Und dann habe ich gesagt, kann ich mir dann aber aussuchen, wo ich danach hinkomme? Ja, wo denn? Und damals gab es noch Basepol. Ich weiß nicht, ob du Basepol kennst. Das ist ein kleiner Ort neben Stoppenhagen, also eine Nachbarstadt von uns zu Hause. Und das war 5 Kilometer von unserem Dorf entfernt. Sodass ich dann quasi nur drei, und dann war meine Überlegung, okay, ich brauche nur 3 Monate Grundausbildung überstehen und dann die letzten 6 Monate kann ich dann zu Hause wohnen und musste dann einfach immer nur morgens bis 16 Uhr nach Basepol zur Kaserne. Und das war irgendwie eine gute Einstellung. Und dann kam man halt dann dazu, dadurch, dass ich politisiert wurde und
natürlich mit dem Militär und dem ganzen Krieg auf einmal viel zu tun hatte, wollte ich einfach meine Einstellung zum Militär überprüfen, weil ich fand irgendwie Bundeswehr immer irgendwie komisch und fand das irgendwie immer, war da skeptisch, was man mit dieser Armee alles machen kann und sollte, aber hatte immer schon den journalistischen Impetus, glaube ich, ich kann mich erstmal selbst überzeugen und gucken, ob das alles so ist, wie ich mir das vorstelle. Ja, und da bin ich zur Grundausbildung gegangen. Hat eine Menge Spaß gemacht. Ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich Sportler war. Ich hatte als Kind, ich war Leichtathlet, ich war Fußballer, ich war Badmintonspieler und in Amerika war ich Schwimmer. Und das hatte mich, das war eine sehr gute Grundlage bei der Bundeswehr, weil man muss immer viel laufen. Man muss gut schießen können und ruhig sein, ne? Also eine ruhige Hand haben. Und wir mussten auch viel schwimmen. Und als ich dann unseren, ich weiß nicht, den Oberleutnant oder auf irgendein hohes Tier in der Kaserne im Schwimmen besiegt hatte, der Typ war Kampfschwimmer, hatte ich dann seinen Respekt und war dann halt immer so, obwohl mich die Unteroffiziere und Offiziere so der Feldwebel immer nicht so mochten, hatte ich aber den Respekt von dem, weil der auch gesehen hat, okay, ich schreibe auch noch nebenbei für die Zeitung, ist ein guter Typ und ich hatte dann halt eine gute Beziehung dazu. Und gleichzeitig habe ich aber, weil ich musste ja, ich habe ja quasi ein Jahr lang Pause gemacht, konnte erst 2006 dann ins Wintersemester einsteigen zum Studieren, musste mich aber dann schon mal kümmern, was ich mache. Und da mir klar war, dass meine Eltern mich jetzt nicht so finanziell unterstützen könnten und so weiter, war mein Ziel, ein Dualstudium zu machen. Das war damals das große, geile Ding. Habe ich mir jeweils eingeredet. Dualstudium heißt, man arbeitet für eine Firma und die schickt einen meistens an eine Berufsakademie, wo man dann studieren kann. Und weil ich aus Amerika wiederkam und ein überzeugter Kapitalist war, neoliberal durch und durch, dachte ich mir, ich werde International Business Administration studieren und habe mich dann an allen möglichen, bei allen möglichen deutschen Konzernen beworben und die haben mich dann auch mal alle eingeladen. Was dazu führte, dass ich bei der Bundeswehr, weil die Bundeswehr verpflichtet ist, dir für deine berufliche Zukunft dich freizustellen in der Grundausbildung, habe ich Sonderurlaub bekommen. Und am Ende hatte ich 19 Sonderurlaubstage in der Grundausbildung. Grundausbildung ist ja 3 Monate minus den Wochenenden. Habe ich schon, glaube ich, so 20% der ganzen Zeit oder sogar noch mehr gefehlt. Am Ende der Grundausbildung, wir haben unsere Sachen abgegeben. In Schwerin kam der Obertyp da in der Kaserne auf mich zu und meinte, Herr Jung, Sie haben einen bundesweiten Bundeswehrrekord aufgestellt an Sonderurlaubstagen. Und ich hab trotzdem die Grundausbildung bestanden. 2005 sollst du CDU gewählt haben und dich später bereut haben. Mich interessiert A, warum du die CDU gewählt hast und B, warum du es dann bereut hast. Ja, ich hatte bereut und wollte eigentlich FDP gewählt haben. Ich glaube, das war's. Nee, ich hab ja gesagt, ich fand Merkel damals gut, weil die war irgendwie pro Amerika. Ich war damals pro Amerika, weil die USA war hier in Deutschland doof und gefährlich, weil Irakkrieg und so weiter. Im Nachhinein völlig zu Recht. Aber ich sah das nicht ein und fand halt auch diese ganzen Proteste gegen Hartz IV und Agenda 2010 übertrieben. Und die CDU hat das immer ganz gut gemacht. Und ich weiß noch, damals gab es das. Also vor der Wahl 2005 hat die CDU das Leipziger Programm beschlossen. Und das Leipziger Programm war ja das krasseste neoliberale Programm, das die CDU je beschlossen hat. Also da würde selbst Friedrich Merz heutzutage ein feuchtes Höschen bekommen. Merkel hat das im Nachhinein, glaube ich, auch als großen Fehler, also den größten Fehler ihrer politischen Karriere bezeichnet. Aber ich fand das genau deshalb ein Grund, sie zu wählen. Und dann habe ich, glaube ich, mit meiner ersten Wahl, glaube ich, war 18 oder 19, habe ich völlig überzeugt die CDU gewählt. Habe dann aber natürlich auch bereut, nachdem sie dann an die Macht kam und mit diesen doofen Sozis eine GroKo gemacht hat, wo sie dann all ihre neoliberalen Versprechen nicht eingelöst haben, war ich dann sauer und habe das bereut.
Die Linke fand ich schon immer doof damals. Bevor du angefangen hast zu studieren, hast du doch schon im Journalismus gearbeitet. Ja, ne? Ich möchte gerne wissen, wieso du dich eigentlich für den Journalismus entschieden hast. Gab es da ein besonderes Erlebnis oder? Nein. Aber war das Zufall? Ja, es war Zufall, weil in der 10. Klasse, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber in der 10. Klasse gibt es so ein Pflichtpraktikum, wo man so 2 Wochen lang irgendwo Praktikum machen muss. Und ich bin damals aber nicht bei einer Zeitung gelandet, sondern hatte dadurch, dass meine Mutter noch Kontakte zum Rathaus hatte, bei der Pressestelle des Rathauses gelandet, was im Grunde so die Propagandaabteilung unserer Kommune ist. Aber der Pressesprecher des Rathauses war auch noch freier Mitarbeiter unserer Regionalzeitung. Das wäre so, als ob Steffen Hebestreit freier Mitarbeiter beim Spiegel wäre oder so weiter. Also nebenbei auch noch schreibt. Und dadurch bin ich bei der Lokalzeitung, dem Nordkurier, gelandet. Bei uns gibt es, weiß nicht, ob du es weißt, Ostseezeitung, Schweriner Volkszeitung und den Nordkurier. Die teilen sich so MacPom ein. Und ja, ich habe in den 2 Wochen offenbar eine Menge geschrieben und die haben irgendwie mein Schreibtalent erkannt und ich bin auch immer mit der Kamera ganz gut unterwegs gewesen und hatten mich dann nach den 2 Wochen gefragt, ob ich einfach weitermachen will. Einfach so irgendwie zu Dorffesten fahren. Also im Nachhinein habe ich kapiert, ich sollte zu allen Sachen fahren, alle Sachen machen, auf die meine Redakteure keinen Bock hatten. Ja, ja. Aber für mich war es geil. Ich habe 20 Cent pro Zeile bekommen und 13 Euro für ein Bild. Was dazu geführt hat, dass ich dann im Monat immer so 500 Euro dazu verdient hatte. Und meine Eltern so, gut, sparen wir unser Taschengeld, mach mal. Ja, und das Talent hatte ich und ich hatte dadurch auch ein bisschen meine Misanthropie abgelegt und hab dadurch gelernt, auf Menschen zuzugehen. Und ich finde jetzt im Nachhinein hat mir diese ganze Arbeit sehr gut geholfen, meine journalistischen Grundlagen zu legen, weil ich finde, im Lokaljournalismus lernst du das am allerbesten, weil du lernst, den Namen von Menschen richtig zu schreiben. Das ist zumindest auf lokaljournalistischer Ebene das Allerwichtigste. Weil wenn du den Namen falsch schreibst, dann ist das Allererste, was du dann am nächsten Morgen, weil das ist dann eine kleine Stadt und so weiter, hörst es dann so, erst meinen Namen falsch geschrieben. Ja. Das ist das Erste. Und zweitens, du lernst richtig zu zitieren. Weil wenn du es falsch machst, kommt auch am nächsten Tag der Typ oder die Frau und sagt dann so, Alter, das habe ich aber nicht gesagt. Und das waren so die Sachen, die ich dann sofort in der Arbeit gelernt habe. Und ja. Aber man muss ja auch lernen, was interessiert die Leserinnen und Leser. Und beschreibst du, was du jetzt beschreibst, sind das deine Jahre, wo du sozusagen fest als Redakteur beim Nordkurier gearbeitet hast? Ich war immer freier Reporter. Und, ja, ich meine nicht fest im Sinne von fest angestellt, sondern sozusagen immer sicher warst, dass du dort als freier Journalist arbeiten kannst. Ja, ja. Und wie gesagt, aber ich habe immer nicht das gemacht, was mein Interesse war, sondern mein Interesse war, nebenbei Geld zu verdienen und eine schöne Zeit zu haben. Und mein Chefredakteur hat mich dann halt immer eingeteilt, hat gesagt, du, ist wieder ein Autounfall, wir haben ja viele Alleen und so weiter, ne, wo Autos gegen Bäume fahren. Da war ich dann immer der Erste und bin hingefahren mit dem Fahrrad oder als ich schon mit dem Auto fahren konnte, mit dem Auto, habe dann ein Foto gemacht, weil das ist immer... Es interessiert die Leser. Ne? Klar. Kaputte Autos ist immer ein Schnappschuss wert. Und ansonsten wurde ich halt immer hingeschickt zu Dorffesten, Stadtfesten, Kaninchenzüchterausstellungen, Taubenausstellungen, wo ich da natürlich eh Experte drin war, und allen möglichen Stadtvertretersitzungen. Und da bin ich ja wieder mit der Politik. Jetzt hast du dann ein paar Semester BWL, also Betriebswirtschaftslehre, in Berlin studiert. Naja. Meint. Ja. Ich hatte ja gesagt, dass ich ein Dualstudium machen wollte. Ja, ja. Achso. Dazu komme ich ja jetzt. Achso. Zunächst, weil es Berlin war, interessiert mich, wie gefiel dir damals eigentlich Berlin? Und wie gefällt es dir heute? Berlin war immer meine bevorzugte Adresse. Ich stamme ja vom Land und wir hatten
meine Eltern, meine Familie fremdeln auch heute immer noch mit der Großstadt und ich hatte immer große Angst. Und dadurch, dass ich dann aber in Texas gelebt habe und wie gesagt, Arlington gehört zu Dallas, Dallas ist eine der größten Städte Amerikas, habe ich dann meine Angst vor der Großstadt verloren und als ich dann die Wahl hatte, wo ich hingehe, habe ich mich statt für Hannover oder München für Berlin interessiert und bin dann zum Schering-Konzern gegangen. Ja. Schering war damals noch ein großer Pharmakonzern, der später von... War also in West-Berlin übrigens der einzige Konzern, der dort geblieben ist. Allianz und alle anderen waren ja gegangen. Nur Schering ist geblieben. Genau, und dann wurde aber in der Zeit hat der Bayer-Konzern, der sympathische Bayer-Konzern, Schering aufgekauft. Und ich war da quasi dualer Student. Ja, das würde mich jetzt interessieren. Du warst bei Schering und hast Betriebswirtschaftslehre studiert. Wollte Schering, dass du Betriebswirtschaftslehre studierst? Denn eigentlich studiert man Betriebswirtschaftslehre, wenn einem nichts anderes einfällt. Aber in deinem Fall kann das ja anders gewesen sein durch das duale Studium. Nee, ich wollte dieses duale Studium machen, weil ich ja ein Gehalt von diesen Konzernen bezogen hatte und dadurch halt meine Eltern entlasten konnte und einfach ein selbstbestimmtes Leben führen konnte. Bin dann bei Schering gelandet im Oktober 2006, habe mir eine Wohnung im Wedding geholt, so eine WG. Und dann gab es die erste Woche, es gab dann irgendwie so, keine Ahnung, IBA-Studenten nennen wir das. Bei einem Konzern heißt das ja nicht, wir sind die BWLer, sondern wir sind die IBAs, die International Business Administration Leute. Waren dann so 10 von uns und dann noch 10 Wirtschaftsinformatiker und wir wurden dann mit den jeweiligen Experten nach Brandenburg für die Woche verfrachtet und in irgendeiner Jugendherberge, wo wir dann so Kennenlernspiele gemacht haben. Beziehungsweise eher so Teambuilding-Maßnahmen. Und mir war im Nachhinein nicht klar, dass das auch nochmal so ein Aussiebungsprozess war, weil wir haben dann so die ganze Woche so Gruppenarbeiten gemacht und hier mach mal das zusammen und mach doch mal das zusammen. Und in meinen Gruppen war dann halt immer so, ja, wer präsentiert das jetzt und wer macht das jetzt am Ende? Beziehungsweise, oh, ich kann das nicht, aber ach, Thilo kann das. Und ich hab dann immer das meiste gemacht und habe das dann auch immer bei diesen Gruppenpräsentationen präsentiert und habe dann im Grunde sehr diese Gruppen dominiert. Und dann sind wir dann am Ende der Woche alle nach Hause gefahren. Ich bin montags zur Arbeit gekommen. Es war auch ein Wedding in diesem Scheringberg. Und dann hat mich die Personalchefin in ihr Büro gerufen und hat gesagt, sie müssen mich kündigen. Und es ist so ein bisschen so eine Welt für mich zusammengebrochen. Und sie hat mir erklärt, dass das nicht geht und ich ein schlechter Einfluss auf diese ganze Gruppe bin, auf den Jahrgang. Das habe ich nicht verstanden, weil die wollten, so hat sie es mir zumindest erklärt, dass alle Studierenden auf einem Level starten. Und dadurch, dass ich war damals schon fast 21, ne? Also Abi mit 19, dann Bundeswehr 20 und ich wurde dann im Herbst sogar 21. Und es gab ja auch irgendwie so irgendwelche westdeutschen Schülerinnen, die mit 17 Abi gemacht haben. Die waren halt 17 oder 18, als sie da, also mit uns in meinem Jahrgang. Und die meinten, das ist halt kein guter Einfluss, wenn ich da so ein bisschen so dominant bin. Die wollten, dass sie alle auf einer Ebene sind. Und im Sinne des Gruppenfriedens oder whatever, haben sie sich dann entschieden, du musst gehen. Das heißt, du hast deine Arbeit beim Schering-Konzern verloren? Ich habe alles verloren. Und dann... Aber das Studium hättest du doch theoretisch weitermachen können. Nee, das war ja, du hast ja an der Berufsakademie, also in der BA Berlin studiert und dadurch habe ich dann auch meinen Studienplatz verloren. Ja, und hast du dich entschieden, Jura zu studieren. Nee, pass auf. Wie kam denn das? Ich hab ja dann BWL an der Humboldt studiert. Ich bin nämlich nach Hause gegangen, habe erst einen Tag lang geweint. Ja? Habe meiner Mutter das irgendwie gestanden. Die war auch total perplex. Und alle waren dachten natürlich, okay, Thilo hat jetzt eine sichere Zukunft. Und alles war jetzt auf einmal kaputt. Und dann hat mein WG, also mit dem ich da in der WG gewohnt habe, der Christoph, der hatte Medizin studiert, auch an der Humboldt. Und dann meinte so, was du jetzt machst? Du gehst zu Humboldt, zum Immatrikulationsbüro. Machst dabei da, die HU, das sind Linke. Zu denen gehst du hin und nimmst deine Kündigung mit
Und dann bin ich hingegangen und habe das gemacht, was er gesagt hat. Bin nämlich zur Immatrikulationsvorsitzenden dort gegangen, habe gesagt, dieser scheiß Konzern hat mich rausgeschmissen, ohne Vorwarnung. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Immatrikulationszeitraum ist auch schon abgelaufen. Das Studium beginnt hier auch nächste Woche. Was soll ich machen? Und guckte sie mich an und meinte so, hier ist eine Liste mit allen Studiengängen. Such dir einen aus. Und ich so, ich hab jetzt aber mein Abitur noch gar nicht dabei. Sie so, ich glaub dir das. Und dann habe ich gesagt, da ist bei BWL noch was frei. Und dann habe ich mich bei BWL eingeschrieben. Ja, und dann hast du aufgehört, BWL zu studieren. Warum hast du aufgehört und warum hast du angefangen, Jura zu studieren? Ich bitte dich. Ich hatte, erstmal musste ich mir weil ich ja ein normaler Student war und irgendwie musste mir erstmal BAföG besorgen, aber das BAföG hat dann nicht so sehr finanziell gereicht, wie das Auskommen bei Schering. Brauchte ich noch einen Nebenjob, habe dann, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr im Kino gearbeitet, wo ich meinen besten Freund kennengelernt habe, der jetzt auch irgendwo ist. Grüße an Tyler. Und dann war im Kino recht schnell Schluss und ich hatte die Möglichkeit, das zu machen, wovon ich eigentlich geträumt hatte während der Zeit, ne? Amerikanisiert und so weiter. Damals war große Start-up-Zeit, die erste Start-up-Welle. Ich will ein Start-up gründen und will deswegen mach deswegen BWL. Und bin dann kennen die vielleicht einige noch, StudiVZ gegangen. StudiVZ war eine krasse Kopie von Facebook. Facebook gab es nur damals an den amerikanischen Universitäten. Und diese Copycats hier aus Berlin haben sich gedacht, gibt es kein Recht dagegen. Also kopieren wir das einfach und in das StudiVZ. Und habe dann dort als Student mitgearbeitet und habe das super gerne gemacht und habe dann Einblicke in diese Startups gehabt. Bin dann auch irgendwann gewechselt, habe dann irgendwann bei Spreadshirt gearbeitet, bei irgendeinem so Absolventa, bei Zalando. Ich bin sogar bei Zalando gelandet, also als Zalando gerade ganz neu war. Ich war einer der ersten Mitarbeiter und habe halt überall Einblicke gehabt, wie diese Startups funktionieren und dass da so der Businessplan und so weiter jede Woche über Haufen geworfen wurde. Und dass so diese BWLer in diesen Unternehmen eigentlich gar nichts zu sagen hatten. Also der Chef oder diese komischen Figuren dort, dem war ja egal, wie BWL funktioniert, die hatten dafür wen. Sondern ist mir eingefallen, okay, so einer will ich ja nicht sein. Ich will ja nicht für irgendjemanden arbeiten und in einem Startup, sondern ich will ja selber ein Startup machen. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, dafür muss ich doch nicht BWL studieren. Und das, was wir im Studium hatten, und das kann natürlich auch an der Universität selbst liegen, was ich im Nachhinein gehört habe, also die Humboldt soll einen richtig beschissenen BWL-Studiengang haben, hat die Realität zwischen dem, was ich betriebswirtschaftlich erlebt habe und dem, was ich an der Uni gelernt habe, hatte kaum noch was miteinander zu tun. Und irgendwann habe ich mich davon abgewendet, ausgeschrieben, weil ich wusste, wenn ich BAföG weiterbekommen will, weil ich irgendwas anderes studieren will, dann muss ich nach 4 Semestern aufhören. Habe mich dann schnell irgendwo anders eingetragen und das war nicht an der juristischen Fakultät, sondern habe mich erstmal ein Jahr lang an der theologischen Fakultät eingeschrieben, damit ich meinen Versicherungsstatus behalte und mein Semesterticket. Und habe mich dann erst ein Jahr später für Jura interessiert, beziehungsweise da eingeschrieben, weil ich dachte, gut, ich kann gut diskutieren. Bin recht schlagfertig und irgendwie wird das schon was für mich sein. Hab mich dann aber auch geirrt. Hast du dann ein bisschen ernsthaft Jura studiert oder so mehr nebenbei ein bisschen? Naja, du musst halt auch sehen, wenn du so vom Land kommst, wo es nur eine Disco gibt und du dann nach Berlin ziehst. Ja, ist mir klar. Ein junger Mann bist, ja. Viele Freunde hast, die gerne feiern gehen, dann gehe ich auch mal gerne feiern. Ja. Dementsprechend habe ich schon mal das Studium und die Präsenz dort schleifen lassen. Ich war, glaube ich, manchmal von donnerstags bis dienstags jeden Abend feiern.
bin aber trotzdem manchmal zur Uni gegangen, aber habe dann aber auch einfach, auch inhaltlich war das irgendwie alles nicht meins. Ich wollte nicht wie Gregor Gysi enden. Als Jurist. Entschuldige mal, ich übe nur 5 Berufe zeitgleich aus, aber... Ja gut, deine Nebeneinkünfte möchte ich haben. Sag mal, was mich interessiert ist, dann hast du aufgehört, wann war das? Ja, das war glaube ich nach 3 oder 4 Semestern, weil mir war recht schnell klar, dass das... Dann hattest du die Schnauze voll und bist ja einen ganz anderen Weg gegangen. Aber was mich interessiert, Start-ups hast du erzählt, was du da gemacht hast, wie arbeitet man im Online-Shop? Das verstehe ich gar nicht, was macht man da überhaupt? Im Online-Shop, also der Online-Shop, den du wahrscheinlich meinst, ist Spreadshirt, das gibt es immer noch. Das ist früher zumindest so eine Website gewesen, wo du die T-Shirts drucken kannst. Da konnte ich ein Bild von Gregor Gysi hochladen und mir als T-Shirt ausdrucken. Was arbeitetest du dort? Ich wollte ja Startup-Gründer werden. Hm. Als Startup-Gründer habe ich dann gelernt und Tipps bekommen, dass ich am besten in vielen verschiedenen Startups arbeite und mir alles Mögliche angucke. Und bei StudiVZ war ich im Customer Care. Also das heißt einfach so Kundenbetreuung. Ich habe die ganzen Leute betreut, die von irgendwelchen Arschlöchern belästigt wurden online. Das gab es damals halt auch schon. War dann bei Spreadshirt im Backend. Also es gibt das Frontend, wo irgendwie wie die Seite aussieht, und Backend heißt, wie die Seite eigentlich im Hintergrund funktioniert. Und ich sollte mir dafür sorgen, dass die Leute, wenn sie was in den Warenkorb gepackt haben, ja bloß nicht wieder weggehen, sondern das, was sie im Warenkorb gepackt haben, auch ja, dann am Ende auch bezahlen. Ich war bei Absolventa in der PR-Abteilung und in allen, also in allen möglichen Startups war ich halt in verschiedenen Sachen. Und darum habe ich halt bei den verschiedenen Startups verschiedene Sachen gemacht, weil ich die Überzeugung war, ich werde jetzt ja bald selber ein Startup machen und werde der große Millionär und am besten ein Unicorn und damit Milliardär. Und ich war ja überzeugt von unserem Kapitalismus. Habe dann aber in der Zeit bei diesen Startups gelernt, es ist alles großer Schmuh. Also die erfolgreichen deutschen Startups, zumindest damals, waren erfolgreich, weil sie meistens amerikanische Originale kopiert haben. Kopiert haben, ja. Und die deutschen Investoren, ich habe ja mit denen Kontakt gehabt und ich hatte dann auch viele Ideen. Und dann bin ich zu denen gegangen und deren erste Frage immer, gibt's das schon? Ich so, nee, natürlich nicht. Ja, dann nicht. Weil die wollten ja nur investieren, wenn sie wussten, es läuft. Das läuft schon, und wenn das große Original über den großen Teich kommt und uns aufkauft, dann bekommen sie ihren Cash-out. Dann haben sie ihr Geld sicher. Und das fand ich halt scheiße. Und dann kommen noch da hinzu, dass viele dieser Copycats, wie man sie nennt, also diese Gründer, die einfach nur kopiert haben und einfach keine wirkliche Leistung aus meiner Sicht erbracht haben, auch noch riesengroße Arschlöcher waren. Also ich weiß noch, bei StudiVZ, Ersan Dariani, oh Gott. Oder hier, ich habe auch bei dem Laden, ich glaube, irgendwas mit Deal, irgendein Deal, also es gab diese Coupon-Deals, die ganzen Seiten damals, die wurden auch von Google aufgekauft für zig Millionen Euro, auch so ein komisches Zwillingspaar. Das waren so die schlimmsten Typen, die ich je kennengelernt habe. Und die sind auf einmal Millionär geworden mit dieser, also es ist kein Betrug, aber mit dieser Art von wirtschaftlichem Erfolg. Und da habe ich dann irgendwie meine Moral entdeckt und dachte so, nee, so einer möchte ich nicht sein. Also wenn ich reich werde, dann mit meinen eigenen Ideen. Ja, nur war das in Berlin nicht möglich. Ich weiß nicht, ob es heute noch möglich ist, aber... Auf jeden Fall wurde aus der Gründung eines Start-up nichts und reich bist du damit auch nicht geworden. Aber jetzt musst du uns unbedingt erzählen, wie lange und wie du als Model gearbeitet hast. Da ich diesen Beruf nie ausgeübt habe, interessiert mich das besonders. Ich hatte halt dadurch, dass ich während meiner Studentenzeit, habe ich ja erzählt, bin ich viel nachts rumgekommen, habe ich einfach auch Freunde gehabt, die in Modelagenturen gearbeitet haben. Und dann haben die halt gesagt, so, hast du nicht mal Bock? Und dann habe ich mich
einfach, glaube ich, irgendwo mal ein paar Fotos machen lassen und bin dann zu dieser Modelagentur, DB Funky heißt das, gibt es, glaube ich, immer noch, hingegangen. Und ich war und bin wahrscheinlich zu klein für den Laufsteg, also ich bin jetzt 1,80 groß, aber so die Typen müssen alle so 1,85 oder 90 sein. Hab dann aber schnell gemerkt, dass für diese ganzen Laufsteg, den ganzen Laufstegkram, wo du einfach nur irgendwie hoch und runter läufst und das Geld bekommst, damit verdienst du am allerwenigsten und hast den meisten Aufwand. Man verdient aber gute Kohle mit Werbung. Und da ich offenbar aus Sicht der Werber ein markantes Gesicht hatte, habe ich halt öfter mal Jobs bekommen und habe dann alles Mögliche gemacht und war irgendwann inzwischen immer so das Gesicht von Becks. Ich hab Becks nie getrunken und fand das auch eklig, aber wir haben so, Becks hatte damals diesen, also es gab diesen Trend mit diesen Mixgetränken, also nicht Becks und Becks Light, sondern irgendwie Becks mit Cola, Becks mit dem, Becks mit dem. Und dann war ich der Becksinator. und ich weiß noch, die haben mich sogar eingeflogen. Ich war damals für 3 Monate in Südafrika, weil es gibt da mal so Winter- und Sommermonate. Im Sommer ist man als so Model meistens entweder Mailand oder New York oder in Berlin oder London. Und im Winter, wegen den ganzen Shootings, ne, ist man dann irgendwo im Süden. Und dann bin ich nach Kapstadt gegangen, war 3 Monate in Kapstadt. Und habe dort gejobbt für einen Hungerlohn, aber ich habe kostenlos dort gelebt, weil die Agentur das bezahlt hat. Und darum, es war ganz nice. Und dann hat irgendwie meine Agentur mich angerufen, meinte so, Becks würde dich gerne haben. Und da bin ich nach München eingeflogen worden, hab da 3 Tage lang gedreht in so einem Theater wie hier und wurde dann auch zurückgeflogen. Also das war ganz schön. Und es war halt ein super guter, weil mein BAföG weggefallen ist, dadurch, dass ich so oft gewechselt bin, habe ich dann einfach einen guten Nebenjob gehabt. Und das ist halt einfach ein toller Job, weil du musst nur alle 2 oder 3 Monate irgendein Shooting haben und hast dann erstmal für die nächsten Monate ausgesorgt. Dadurch konnte ich ja dann besser studieren. Wie kam es dazu, dass du als Journalist bei Radio 1 arbeitetest und auch Interviews, Reportagen für den RBB gemacht hast? Das ist ja nun dann wieder eine ganz andere Anforderung als die du vorher hattest bei den Lokalzeitungen. Ja, ich weiß noch, ich habe ja erzählt, dass ich in Kapstadt war und in Kapstadt ist es dann auch manchmal so, wenn du, du wartest ja, du kennst ja dann niemanden, du hast eine Menge Freizeit. Und sitzt oft rum und in deinem Hotel, wo du dann bist und so weiter. Und ich habe dann damals, das war die Anfänge von Twitter und so Facebook hatte dann auch so ein Newsfeed und es gab noch Tumblr. Und da habe ich mich halt sehr mit beschäftigt und habe da viel gepostet und habe mich dann, dadurch, dass es politisiert war, auch eine Menge geäußert und hatte, dadurch, dass es noch eine sehr kleine Plattform war, auch viele habe auch vielen gefolgt und bin mit vielen in Kontakt getreten, auch mit berühmten Persönlichkeiten. Und eine Sendung, die ich seit Jahren schon gehört hatte, war das Medienmagazin von Radio 1 mit Jörg Wagner. Grüße an Jörg. Und der hatte halt auch immer auf Facebook die ganze Ausgabe immer so gepostet. Und dann habe ich mir halt immer einen Spaß gemacht und kommentiert und habe ihm manchmal einfach gesagt, dass er keine Ahnung hat. Beziehungsweise, dass er irgendwie mal einen Fehler gemacht hat. Und irgendwie so nach dem 10. Mal oder so hat er einfach mal kommentiert und mir geschrieben, meinte so, wenn du so eine große Klappe hast, dann machst du doch besser. Dann habe ich gesagt, naja gut. Und dann hat er mich eingeladen, haben wir uns getroffen. Und erstmal bin ich ein paar Mal einfach mitgegangen und habe mir das angeguckt. Er hat mir gezeigt, wie man Radio macht, weil Radio ist halt nicht wie Zeitung. Und hat mir einfach so ein bisschen technisch eingewiesen, wie ich das mit dem Mikrofon mache und wie ich dann am Ende irgendwas schneiden würde. Und habe am Ende, glaube ich, mehrere Monate für Radio 1 jeden Samstag Beiträge gemacht. Und ich weiß noch, das erste Mal war, als es in der deutschen, also hier in Berlin, in der Telekom-Präsenz, also so das Hauptlobbyhaus der Telekom, neben dem Auswärtigen Amt ist das irgendwo, da gab es die große Wahlparty 2012, wo Romney gegen Obama angetreten ist. Und da habe ich irgendwie Interviews geführt und habe das so medial quasi, also medienpolitisch begleitet und habe dann irgendwie auch so ein geiles Interview mit so einem Steinhöfel gemacht. Der ist mittlerweile so in die rechtsradikale Ecke gerutscht und der war der Einzige, der so mit Romney war. Und das war halt irgendwie ein super lustiges Interview. Und
Das ist ziemlich gut geworden und Jörg war dann total fasziniert und meinte so, okay, das musst du jetzt öfter machen und du musst jetzt hier öfter für mich arbeiten. Und dann habe ich das monatelang gemacht und dann habe ich halt gemerkt, nachdem mir eigentlich klar war, dass ich nie wieder Journalismus machen wollte, weil ich für die Zeitung arbeiten war halt, wie ich gesagt habe, einfach immer nur ja, Geld machen. Und Zeitung war halt immer langweilig, weil das, was du jetzt heute fertig machst, kommt erst morgen in die Zeitung und übermorgen ist es schon wieder in der Mülltonne. Aber irgendwie Radio hatte mir Spaß gemacht und damals gab es dann auch schon, hat das mit dem Podcast angefangen und so weiter. Das hatte dann irgendwie was Nachhaltiges und dadurch, dass Radio 1 und dieses Medienmagazin, das war bundesweit bekannt, das hat mich fasziniert. Und ich habe da irgendwie mein Talent entdeckt und habe dann auch meine kritischen Fragen bei diesen Interviews on air gemacht. Und das lief gut. Und weil ich nebenbei ja auch noch gemodelt hatte und gemerkt hatte, wenn aber eine Kamera läuft und ich vor einer Kamera, wie jetzt hier, reden musste, dann habe ich Lampenfieber bekommen und habe angefangen zu stottern und war kein guter Redner. Ich sah vielleicht für die Kamera ganz gut aus, aber war nicht fähig, gut zu reden. Und dann hatte Jörg die Idee, ja, das kann man ja überwinden. Und dann hat er gesagt, mach doch mal, guck mal, jetzt kannst du auf YouTube, das war gerade die Zeit, wo YouTube erlaubt hat, dass du längere Videos als 3 Minuten online stellen konntest, sondern irgendwie 10 oder 20 Minuten lange. Film dich doch einfach selber mit jemandem, mit dem du redest und stell das einfach online. Und dann guck einfach, was passiert. Weil er meinte, okay, es wär ein bisschen bescheuert, wenn du das jetzt nur deinen Freunden und deiner Familie zeigst. Weil die würden dir sagen, ganz toll, hast du super gemacht. Wenn du es aber der Anonymität des Internets aussetzt, dann bekommst du tatsächlich, ehrliches Feedback. Und ja, so habe ich angefangen, habe einfach hier mein Handy, so aufgestellt auf dem Tisch und habe dann die ersten Gespräche geführt mit Leuten, die ich irgendwie kannte, also entweder Kollegen oder irgendwelche Politiker, die ich irgendwie online kennengelernt hatte. Ich weiß noch, das erste Interview mit einer Bundestagsabgeordneten war Doro Bär. Die kennst du wahrscheinlich auch noch. Das war Folge 10. Zu der kommen wir ja nach der Pause, die sie sich jetzt verdient haben. Ja. Also, wann, warum und wie beschäftigen Sie sich eigentlich mit Social Medien? Jetzt siehst du mich nach der Pause? Ja. Komm zum Du wieder zurück. Okay. Die Fragen stehen ja alle mit Sie. Ich muss immer daran denken, sie umzuformulieren. So einfach ist das. Okay. Also. Wir duzen uns, weil Gregor schon mehrfach bei uns in der Sendung war. Ja. Und ja, alle geduzt werden und du dann kein Problem damit hattest, dass wir uns danach wieder künstlich siezen. Die Frage hast du mir jetzt schon weggenommen. Ich wollte nämlich gerade feststellen, dass du alle in deiner Sendung duzt und dass deshalb dein Opa sich die Sendung weder ansieht noch anhört. Das finde ich toll von ihm, ehrlich gesagt. Ja, er boykottiert aus formalen Gründen die Sendung. Ja. Aber wie bist du zu den Social Medien gekommen? Und wie kam es zur Eröffnung bei YouTube von Jung und Naiv? Ja, damit hat man jetzt ja vor der Pause fast schon aufgehört, dass ich angefangen hatte, die Sachen auf YouTube Richtig. Zu stellen. Ich war ja vorher schon auf Social Media aktiv und kannte dann halt ein paar Politiker, die auch online waren, ja, wie Doro Bär, Volker Beck und Co., die auch die ersten Gäste waren, wenn man sich das jetzt von damals anguckt. Und ich habe das einfach auch auf YouTube hochgeladen. Und wie gesagt, es war ja eigentlich nur Training, Kameratraining für mich, aber die Leute haben dann festgestellt, ey, das sind ja ganz unterhaltsame Gespräche, mach doch mal weiter. Und dann haben wir ein Crowdfunding gemacht, haben Geld gesammelt für eine ordentliche Kamera und einen Laptop, mit dem wir das ein bisschen schick machen und hochladen können. Und dann hat sie das verselbstständigt. Und irgendwann, nach ein paar Wochen, habe ich schon bei Sarah Warnknecht auf dem Schoß, also neben ihr gesessen, habe ihr... Ich weiß nur, das ging auch viral, als sie dann irgendwie von einem gewissen Oscar Lafontaine gesprochen hatte, den du auch kennst. Und ich habe dann so getan, als ob ich ihn nicht kenne und meinte so, wer ist das? Und dann hat sie halt so gelacht. Und so, ja, ja. Ich so, und ist das Liebe und so? Und sie dann so, da waren sie noch nicht verheiratet. Und da wurde sie rot. Und dafür, dass Sarah eigentlich mehr sehr kontrolliert ist,
ja, war das eine schöne Stelle. Und das hat mich so ein bisschen damals, das war so eine der ausschlaggebenden Folgen, wo ich gemerkt habe, ich habe da irgendwas, was es so in der deutschen Medienlandschaft nicht gibt. Ja, dann hat sich das verselbstständigt und jetzt 10 Jahre später. Ihr seid ein Team von 4 Leuten, ne? Ihr lebt nur von Spenden. Das heißt doch, dass euer monatliches Gehalt, wie man so schön sagt, immer unterschiedlich ist. Nee, ja, wir leben hauptsächlich von Spenden. Wir haben ein bisschen Einnahmen über YouTube, weil wenn du über YouTube das völlig werbefrei machst, dann schlägt YouTube deine Videos nicht mehr vor, weil YouTube ja mal mit jedem Klick Geld verdienen will. Also haben wir so eine minimale Werbeeinstellung und dadurch verdienen wir auch Geld. Manchmal melden sich auch TV-Sender oder Radiosender und versuchen oder wollen manche Ausschnitte aus dem Interview haben, weil das News generiert hat und die müssen dann die Rechte daran einkaufen. Damit verdienen wir auch ein bisschen Geld, aber absolut, ja, die hauptsächliche Finanzierung ist durch, also rein rechtlich sind es Geldgeschenke, weil wir sind ja hier keine Stiftung oder eine gemeinnützige Organisation, sondern ja. Und es arbeiten nicht 4 Leute, es arbeiten, Alexander Theiler ist unser Hauptproduzent, er hat 2 Produktionsassistenten, ich habe 2 Redakteurinnen, dann haben wir noch einen Buchhalter, also 7. Manchmal 8 Habt Leute. Habt ihr euch ganz schön entwickelt am Anfang? Wir sind mittlerweile nur 4. Ja. Wir sind mittlerweile eine Firma, sodass wir uns alle ein regelmäßiges, gleichbleibendes Gehalt zahlen. Du hast dasselbe Ziel wie Sonneborn, nämlich Desinteressierte an Politik heranzuführen und zu interessieren. Das macht er ja auch. Und er gewinnt die Jugend über Satire. Ja. Was ich finde, dass sie das ziemlich gut machen, die Partei. Und die gewinnen ja dadurch auch viele junge Leute. Und wenn sie dann etwas erwachsener sind, kommen sie nicht selten zu uns. Was ihm nicht so gefällt. Aber ich sage doch, das ist eine Voraussetzung und so weiter. Das finde ich ganz gut. Und du gewinnst doch auch junge Leute überwiegend. Alte gucken doch jung und naiv schon, weil es so heißt, kaum. Also wenn ich mir die Liste der Namen angucke, die uns monatlich mit Kleinstspenden unterstützen, dann kommt mir das vor, als ob die Eltern unseres Publikums uns unterstützen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass die dann auch manchmal reingucken. Aber ja, die Hauptzielgruppe, beziehungsweise die Leute, die uns gucken, was wir so an den YouTube-Statistiken sehen, sind 18- bis 35-Jährige. Aber ich würde mittlerweile nicht mehr sagen, dass wir uns nur noch an politisch Desinteressierten wenden, sondern das hat sich natürlich auch mit der Zeit gewandelt. Und mittlerweile, ja, ich mache Journalismus, weil wir die Mächtigen kontrollieren wollen und die Mächtigen oder die Macht, unsere Regierung und die Leute, die an die Macht wollen, kritischen Fragen auseinandersetzen wollen, weil mir das in der deutschen Medienlandschaft zu wenig vorkommt. Ja, aber du stellst ja sehr direkte Fragen, du bleibst dran, du hakst nach, du lässt das Ausweichen nicht zu. Da würde mich interessieren, ob Politikerinnen und Politiker, denen das dann unangenehm ist, ob die mehrfach zu dir kommen oder ob es viele gibt, die kommen einmal und dann sagen sie nicht wieder. Ja, das könnte jetzt eine rhetorische Frage deinerseits sein, weil du kommst ja auch öfter. Ja, aber ich bin ja immer eine Ausnahme, deshalb. Dich lasse ich ja auch manchmal nicht von haken, wenn du unbefriedigende bzw. komische Antworten gibst. Also ich glaube schon, dass die öfter wiederkommen. Aber es gibt natürlich Ausnahmen. Ich hatte jetzt, bevor Robert Habeck in die Bundesregierung gegangen ist, kam er sehr oft und war ein Stammgast und seitdem er jetzt in der Bundesregierung ist, war er noch nicht einmal wieder da. Ist natürlich auch interessant. Die nutzen das natürlich auch, um bei einem eher jüngeren Publikum Gehör zu finden. Klar. Und wenn sie dann aber an einer Machtposition sind, ist es schon interessant, dass sie sich dann sagen, dann gehe ich doch lieber zu Markus Lanz. Beziehungsweise in Tagesthemen oder in irgendwelchen Sendungen, wo sie halt nur 8 Minuten Interviews führen, wo sie im Vornherein wahrscheinlich schon wissen, um welche 3, 4 Themen es gehen wird. Und wenn du als
Politikerin weiß, okay, ich bin jetzt 7 Minuten beim Bericht aus Berlin. Und Tina Hassel steht da und hat schon einen ganzen Kartenkram mit 5 oder 6 Fragen aufgeschrieben. Und du weißt, es geht 7 Minuten. Und aus Erfahrung weißt du, die will alle Fragen stellen. Dann brauchst du ja einfach nur ganz logisch nachdenken. Wenn ich jetzt für jede Antwort 1 Minute brauche und sie alle Fragen durchspielen will, dann wird sie gar keine Zeit haben für Nachfragen, wenn ich einfach so lange antworte und um den heißen Brei herumrede. Ist auch nicht üblich, Nachfragen zu stellen. Eben. Es gibt im Rundfunk eine Ausnahme, ist der Deutschlandfunk. Und zwar, der ist deshalb eine Ausnahme, weil er sich Zeit nimmt. Also da hast du nicht wie beim MDR oder bei B oder WDR, er sagt, 3 Minuten haben wir, ne? Und dann am besten 3 Themen, ja, kannst du auch vergessen. Und die haben 10 Minuten. Und deshalb fragen die das nach. Das ist bei mir das Hallo. Nein, sie haben 10 Minuten für ein Thema. Ja, immerhin. Und dann fragen sie nach. Und deshalb gebe ich zu, ganz gerne Interviews, weil du da mal ein bisschen was erklären kannst und nicht bloß so oberflächlich so schnell runterleierst. Das habe ich halt auch gelernt. Also zum einen ist es natürlich für Menschen, die politisches Gewicht haben, ist es gefährlich, zu mir zu kommen, weil man natürlich irgendwas sagen könnte, was man nicht sagen wollte, dass man auf irgendwas festgenagelt wird, worauf man sich nicht festnageln möchte, weil man in der Zukunft natürlich immer noch mehr Optionen haben möchte. Oder man verhaspelt sich, man blamiert sich. Vielleicht erinnern sich einige an deine ehemalige Parteivorsitzende Susanne Henning-Welsow, die nicht wusste, aus welchen Ländern man die Bundeswehr abziehen soll. Danach war sie schnell weg. Aber auf der anderen Seite kommen sie dann, weil sie wissen, okay, bei mir erreichen sie ein anderes Publikum. Und das ist halt der Spagat, ja, den sie eingehen. Folgendes wissen, die Wählerinnen und Wähler zwischen 18 und 35 Jahren machen exakt 17% der Wählerschicht aus. Ja. Das heißt, wenn du bei denen 14% der Wählerschicht aus, wenn du bei denen 20% der Stimmen erreichst, hast du 2,4% der Stimmen. Das muss man wissen, weshalb die Parteien natürlich auch immer darauf achten, dass sie bei den Alten auch noch irgendwie Anklang finden. Aber du bist eben für sie ein Zugang zu Jüngeren. Das ist richtig. Und das nutzt du ja auch nicht schlecht aus. Ja. Jetzt kommen wir mal zu deinem ersten Gast, Doro Bär, CDU-MD. Warum? Ich glaube, es war Folge 10. Ja. Das war die erste Politikerin, ja. Ja, die erste Politikerin. Warum passiert das nie wieder? Warum hatte sie die Nase voll von dir? Weiß ich nicht, wir haben sie nie wieder eingeladen. Also ich weiß, dass das war so die Geburtsstunde des Duzen, weil ich davor immer nur mit Leuten geredet hatte, die ich eh kannte, und darum habe ich die Leute geduzt. Und dann hatte ich ihr nur im Vorfeld vor der Aufnahme gesagt, du, ich habe bisher alle anderen geduzt, kann ich das einmal weitermachen? Und sie so, ja, klar. Und dann ist dieses Duzen von Jung und Naiv entstanden, also als Regel. Und ja, dann hat sie halt geantwortet, wie sie halt antwortet, und das weißt du ja auch. Und danach hatte ich kein Interesse mehr. Also ich lade halt eigentlich nur Gäste ein, die mich interessieren. Beziehungsweise deren Themen ich als relevant erachte. Oder halt die an der Macht sind, beziehungsweise an die Macht kommen wollen. Und ja. Doro ist halt immer weit entfernt davon. Erzähl uns mal von deinem Besuch in der Ukraine 2014 und auch von deinem Besuch in Palästina und Israel. Waren das für dich wichtige Erlebnisse? Ja, wir waren ja nicht nur dort, wir waren ja auch schon in Afghanistan, in Afrika. Wir waren während der US-Präsidentschaftswahl, des Wahlkampfs 2016 in den USA, wo ich mich selbst von Donald Trumps Wählerschaft überzeugen konnte, und auch wir sind zurückgekommen und ich war zumindest überzeugt, dass er gute Chancen hat zu gewinnen, während die deutsche Medienlandschaft überzeugt war, der kann nie und nimmer gewinnen. Aber ja, wir waren auch in der Ukraine 2014, glaube ich, kurz nach dem Maidan, beziehungsweise nachdem der Präsident zurückgetreten worden ist.
Und wir waren dann auf dem Maidan und haben dann mit den verschiedenen Gruppen geredet, von ganz, ganz rechts bis weit links, und haben uns da ein Stimmungsbild eingefangen. Und dort, damals war es auch schon so, dass immer klar war, also den Menschen, die dort aktiv waren, dass der Hauptfeind im Osten ist. Und zwar, dass die Gefahr von Putin ausgeht. Und ich weiß noch, wir waren auch damals dann auch noch in Odessa und hatten dort mit einem eher russisch-freundlichen ukrainischen Politiker gesprochen. Und ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Aber wir sind da, glaube ich, danach auch schon mit einem mulmigen Gefühl nach Hause gefahren. Wir wollten auch noch auf die Krim. Da weiß ich noch, das haben die Russen dann blockiert. Weil angeblich haben sie da irgendwie freie Wahlen. Bisschen wir so eine Volksabstimmung gemacht, das wollten wir uns angucken. Das haben sie ja nicht zugelassen. Und ich glaube, damals hätte auch Deutschland und der Westen erkennen können, dass dort einiges brodelt. Und im Grunde hat der Krieg ja damals auch schon angefangen. Und wir waren, glaube ich, ein Jahr später zum ersten Mal in Israel und dem besetzten Palästina und sind 3 Jahre später auch nochmal hin. Und ich fand das einfach super faszinierend. Also ich war, vorher hatte ich mich mit dem Nahen Osten ganz wenig beschäftigt, hatte kaum eine Ahnung von sowohl Israel als auch Palästina. Und dann kommt man zum ersten Mal, wenn du in Israel bist, warst du wahrscheinlich auch schon, und du stehst dann da vor dem Grenzübergang zu Ramallah, beziehungsweise an anderen Checkpoints, und dann gibt es dieses große rote Schild, wo dann die israelischen Zivilisten aufgefordert wurden, hier bitte keinen Übergang, weil das ist für Zivilisten verboten, außer wenn man Militär ist, beziehungsweise wenn man Siedler ist, interessiert das ja niemanden. Und das hat mich dann doch schon im Grundmark erschüttert, weil da wurde mir klar, die haben ja kaum Ahnung voneinander. Also die israelische Zivilbevölkerung darf rein rechtlich nicht in die Palästinensergebiete, und die Palästinenser dürfen nur nach Israel, wenn sie dort arbeiten können, eine Arbeitsgenehmigung haben. Ja. Und das hat mich im Großen und Ganzen, da habe ich erst verstanden, was die Besatzung eigentlich bedeutet, der Palästinensergebiete. Und 3 Jahre später waren wir dann nicht nur wieder in Israel, haben meistens mit jüdischen und israelischen Menschen gesprochen, aber wir haben halt auch immer wieder mit palästinensischen Stimmen gesprochen, haben da versucht, alle Seiten, die da in irgendeiner Weise relevant sind, zu Wort kommen zu lassen, unter anderem auch Hamas und sogar Siedler in der Westbank. Wir waren sogar in Gaza, was mich auch sehr fasziniert hatte. Ich hatte damals das Schlimmste befürchtet, als wir dahin gefahren sind. Wir hatten damals auch ein Interview mit dem damaligen deutschen UNWRA. UNWRA ist da die UN-Organisation, die sich da um die Schulen kümmert und die Zivilbevölkerung. Und damals war der deutsche Matthias Schmale der Chef, und mit dem hatten wir ein Interview in Gaza geführt. Und ich hatte damals in Gaza das Schlimmste erwartet und habe das auch im Großen und Ganzen so erlebt. Und dann einen Tag später waren wir in Hebron. Warst du schon mal in Hebron? Also in der Westbank. Und dort habe ich dann, das war ein viel einschneidendes Erlebnis, weil dort, das hatte ich nicht erwartet, dass dort 200.000 Palästinenser abgeschnitten sind, beziehungsweise mit 1.000 jüdischen Siedlern leben und das israelische Militär die voneinander abhält und beschützt. Und das hat mich viel mehr schockiert als die Situation in Gaza. Ich habe übrigens bisher immer beantragt, in den Gaza reisen zu dürfen. Und? Durfte nie reisen. Habe immer innerlich geschimpft auf die israelische Regierung, bis ich festgestellt habe, es war meine. Es war gar nicht die israelische. Die haben meinen Antrag einfach nicht weitergeleitet, aber mir auch nie was gesagt, weil sie meinten, sie müssten zu viel Sicherheitskräfte mitschicken und so, wenn ich in den Gazastreifen fahre. Also eine Frechheit, mir das nie zu sagen. Ich schimpfe immer auf Leute, die es gar nicht waren. Na, nee, beim nächsten Mal nicht mehr. Es sind ja mal 2 Seiten, die dich reinlassen müssen. Ja, sowohl die israelische Armee, dafür brauchst du dann so eine Government Press Office Card, die ich dann tagelang, ich weiß noch, haben wir nicht bekommen. Und da habe ich dann in Jerusalem angerufen und meinte so, was ist denn los? Und die dann so, takes time. Und dann habe ich erzählt, wissen Sie eigentlich, dass ich Axel Springer Preisträger bin? Axel Springer!
oh, come by. Und dann sind wir am selben Tag noch nach Jerusalem und haben uns diese Karte abgeholt. Und das war auch kein Problem, nach Gaza reinzukommen. Und dann mussten wir aber, wurden wir abgeholt von unserem Producer vor Ort aus Gaza. Und dann wurden wir noch 2 Stunden von der Hamas befragt, was wir dann da machen wollten. Und den Israelis haben wir erzählt, dass wir aufzeigen wollen, wie schrecklich das ist in Gaza, was die Hamas dort macht. Und der Hamas haben wir was erzählt, wie schlimm die Israelis sind. Ich wollte dir das ja nur erzählen, um dir was über deine Regierung zu erzählen. Also meine im Verhältnis Regierung. Zu mir, ja. Und außerdem ist es so, der Chef der deutschen Vertretung im Westjordanland hat versprochen, dass er das nächste Mal mit mir hinfährt und dann wird mich auch die Hamas nicht befragen. Aber ja gut, vielleicht weil du Politiker bist, hast du dann hast du einen anderen diplomatischen Schutz oder so weiter. Und jetzt erzähl mir, warum du zu den Krautreportern gegangen bist und was Krautreporter überhaupt machen. Und dann möchte ich wissen, warum du Mitglied der Bundespressekonferenz bist. Krautreporter war einfach nur, das war damals der Versuch, per Crowdfunding so ein Online-Magazin zu machen mit vielen, sag ich mal, halbwegs berühmten Online-Journalisten. Da war damals noch so Stefan Niggemeier dabei, Thomas Wiegold, also aus verschiedenen Bereichen, die dann mehrfach pro Woche oder mehrfach pro Monat publizieren. Und es wurde auch über 1 Million eingesammelt, aber das ging dann recht schnell vorbei, weil wir dann gar nicht so oft publizieren, also das Kollektiv gar nicht so publizieren und so oft publizieren konnten, wie wir konnten. Und irgendwie das Geld war auch ziemlich schlecht. Also dass wir dann pro Beitrag, also pro Artikel bezahlt wurden und nicht grundsätzlich. Also das fand ich ziemlich scheiße. Wenn du nichts abgibst, kriegst du kein Geld. Es ist nicht schön, also dann bin ich immer irgendwo angestellt als Redakteur, wo du dann theoretisch auch mal, weil du viel recherchieren musst, aber mal 2 oder 3 Wochen Recherchezeit brauchst. Aber das ging bei Krautreporter nicht. Und dann haben wir uns auch nach einem Shitstorm, den ich hatte, auch schnell getrennt, nachdem sie mir in den Rücken gefallen sind. Und Bundespressekonferenz? Und ich bin bei der Bundespressekonferenz eigentlich nur Mitglied geworden, weil ich einen Bundestagsausweis haben wollte. Also ich wollte in den Bundestag, es gibt für Journalisten einen Jahresausweis. Mhm. Und damals hat der Bundestag noch unter Schäuble, oder war das Schäuble? Ja. Oder unter Lammert? Weiß ich nicht. So gesagt hier, also Netzpolitik und Jung und Naiv, das sind ja Blogger. Und ja. Blogger sind keine Journalisten. Und darum bekommen die keinen Jahresausweis. Und dann hatte mir noch ein Kollege gesagt, na, werd doch einfach mal Mitglied bei der Bundespressekonferenz. Weil wenn du Mitglied bei der Bundespressekonferenz bist, ist das ganz einfach, dann kriegst du deinen Bundestagsausweis. Du hast deinen Ausweis. Und machst du da auch was bei der Bundespressekonferenz? Nö. Hast du was mitbekommen? Gut. Nee, dann gehe ich wieder hin. Ja. Nee, ich bin da einfach nur so Mitglied geworden, bin dann ab und zu mal hingelaufen und habe mir das so angehört und fand das eigentlich total langweilig. Und das ist so, dachte mir so, was soll der Scheiß, was labert da Seibert und warum sollte das irgendjemand interessieren? Und dann haben wir das halt irgendwann mal, weil Merkel da war, gefilmt, weil ich eine Frage stellen konnte. Und die Leute haben dann so gesagt, aha, ist ja interessant. Und dann gab es irgendwann mal irgendeinen CIA-Skandal, wo Deutschland auch involviert war. Und dann haben wir mit der Kamera meine Fragen gefilmt und Seibert hat da rumgestottert. Und die Leute dann so, oh, ist ja interessant. Was wurde denn da noch gefragt? Und dann sind wir wieder hingegangen und haben dann alle meine Fragen hochgeladen. Dann haben die Leute gesagt, ja, was wurde aber noch zu den Themen gefragt? Und dann haben wir die Fragen meiner Kollegen zu demselben Thema auch noch hochgeladen. Und dann waren schon 20 Minuten von dieser Regierungspressekonferenz. Und dann meinen die Leute, ja, aber was wurde dann noch gefragt? Und dann haben wir gesagt, ja, der Rest war irgendwie wieder 1 Stunde lang zur griechischen Staatsschuldenkrise. Da haben wir nicht zu gefragt und das ist auch langweilig. Und die haben so, das entscheiden wir. Und wir dann so, okay, haben wir so überlegt, es ist sogar einfacher aus Produktionssicht, einfach alles zu filmen und alles dann gleich hochzuladen, weil dann sparen wir uns die Schneiderei. Und dann haben wir den Leuten gesagt, okay, wir stellen das jetzt einfach mal 3 Monate online und ihr werdet schon sehen, wie langweilig das ist. Und dann haben die Leute das aber geguckt. Und dann haben wir gesagt, okay, aber das ist auch Arbeit und dafür bezahlt uns niemand. Und dann haben wir angefangen, quasi so ein Spendenkonto einzurichten, haben gesagt, okay, ihr müsst uns dann auch ein paar Euro überweisen, damit sich das lohnt.
Weil am Ende ist Arbeit muss irgendwie bezahlt werden und unsere Zeit muss bezahlt werden. Und so hat es angefangen. Und jetzt machen wir das seit fast 10 Jahren, weil mir war gar nicht klar, dass diese Regierungspressekonferenzen gar nicht online erscheinen. Mhm. Die werden nur protokollarisch von der Bundesregierung veröffentlicht. Und Protokoll ist was anderes, weißt du selber. Wenn man irgendwas liest, ist das was anderes, als wenn man sich angucken kann, richtig, wie geantwortet wird und was gefragt wird und so weiter. Und ja, das machen wir seitdem. Weshalb war dein Verhältnis zu dem damaligen Regierungssprecher Steffen Seibert so schlecht? Ich würde gar nicht sagen, dass das jemals schlecht war. Es war eine, es hat gelebt von professionellem Respekt. Also ich war mit seinen Antworten unzufrieden und er war mit meinen Fragen unzufrieden. Und ich finde, in einer erwachsenen Demokratie ist das ein gutes Zeichen, oder? Also es ist, glaube ich, kein gutes Zeichen, wenn eine Regierung froh ist über die Journalisten und Journalistinnen, die einen begleiten. Das ist wahr. So, und darum, sein Job ist es, die Bundesregierung und insbesondere seine Kanzlerin gut dastehen zu lassen. Aber du hast ja den Kanzler nicht kennengelernt, Kohl. Der war ja so beleidigt mit Medien, dass er sie dann gemieden hat. Also der hat mir seinen Regierungssprecher auch bestätigt, der hat sich geweigert, den Spiegel und den Stern zu lesen. Ja. Und dem Interviews zu geben, ne? Und der Stern hat heute nicht mehr die Bedeutung wie damals. Und dann sagt er, das hat er wirklich nicht gemacht. Selbst wenn ich ihm gesagt habe, das ist wichtig, den Artikel musst du lesen. Also er sagt, nö, mach ich nicht. Also das kann ich mir bei Kohl gut vorstellen. Und deshalb hat er dem Spiegel nie ein Interview gegeben. Es gibt kein einziges Interview von ihm. Aber wenn er reiste nach Peking oder sonst wo, dann hat er doch auch den Spiegel mitgenommen. Also das hat er wieder nicht gemacht. Wie da so eine komische Differenzierung im Kopf sich nachvollzieht, kann ich dir auch nicht erklären. Ich habe jetzt auch kein Interview mit Merkel bekommen. Ich will dir ein paar Sätze von dir sagen, die du bitte möglichst kurz äußerst. Ich bin der Medienwandel. Das können andere behaupten. Ich würde eher sagen, dass wir die... Also Sätze über dich, stimmt, ja. Ich bin, das habe ich gesagt. Ja, du hast gesagt, ich bin der Medienwandel, hast du mal gesagt. Ja, angesichts des politischen Journalismus könnte man das ja unterschreiben, weil im politischen Berlin sind immer noch entweder die guten alten Nachrichtenagenturen entscheidend oder was ARD und ZDF berichten oder was die Zeitung berichten. Und die meisten Leute, würde ich behaupten, informieren sich mittlerweile online. Richtig. Und das ist immer noch sehr, wird immer noch sehr stiefmütterlich behandelt. Beziehungsweise man geht dann zu den Online-Medien, wo man sich sicher sein kann, dass die noch unkritischere Fragen stellen als bei den herkömmlichen. Ich würde gerne Steinmeier, Obama, Merkel und Putin interviewen. Gilt immer noch. Mittlerweile ist der Papst noch dazu gekommen. Und Franziskus. Ja. Was reizt sich an Steinmeier? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Na gut, erstens habe ich natürlich noch nie einen Bundespräsidenten interviewt. Und ich würde einfach mal gerne sehen, wie Steinmeier, der ja oft wie ein Märchenonkel wirkt, bei einer Sendung wie Der Meinen aus seiner Komfortzone gedrängt wird. Ja, das verstehe ich. Und ja, Putin spricht ja gutes Deutsch. Und Obama? Hä? Obama? Ja, warum denn nicht Obama? Wer will denn keinen US-Präsidenten oder ehemaligen US-Präsidenten interviewen? Ich würde auch gerne Trump oder Biden interviewen. Auch George W. Bush? Der lebt ja noch. Na klar. Ich habe da überhaupt gar kein Problem. Und ja, dann machen wir eine Reise und besuchen die alle nacheinander. Hm? Gerne. Wird eine Hitzesendung. Ja. Es gibt bloß ein Problem, keiner von denen empfängt uns. Ja, die können sich ja mittlerweile aussuchen, mit wem sie reden. Ja, und richtig, warum sollten die sich mit kritischen Fragen auseinandersetzen? Wenn Obama nach Berlin kommt, dann setzt er sich mit Klaas Häufer Umlauf auf eine Bühne und das wird dann ein Gefälligkeitsinterview. Ich habe mit Clinton gesprochen, nachdem er nicht mehr Präsident war, auf so einer Veranstaltung, wo Geld gesammelt wurde gegen AIDS und so weiter. Da habe ich auch diese berühmte Naomi, kennengelernt. Den Chef
von Daimler damals dort ein Widerling und den damaligen aus Ghana stammenden Generalsekretär der UNO. Kofi Annan? Ja, Kofi Annan, sehr, sehr nett. Wirklich, also manchmal hat man so ein äußeres Bild und denkt, wenn du dann jemanden näher kennenlernst, kommt das ganze Gegenteil heraus. Nee, der eine sah widerlich aus, er war auch widerlich. Der andere sah nett aus, er war auch nett. Also, du, ich hab die Erfahrung gemacht, manchmal sind die miesesten Politiker die nettesten Menschen. Na. Aber das sind halt und zwei. Und umgekehrt, das, willst du jetzt sagen? Es gibt wahrscheinlich noch total persönlich unsympathische Menschen, die tolle Politik machen. Aber davon gibt es zumindest viel weniger. Warum wurde dein Gespräch mit dem bekanntesten Botschafter der Welt, Herrn Melnik, zum Verhängnis für diesen? Er war, glaube ich, letztes Jahr im Juni oder Mai, drei bzw. vier Monate nach dem russischen Angriff auf sein Land. Und er ist ja hoch und runter durch die Medien gegangen. Ja, ich weiß. Und es gab auch immer wieder persönliche Gespräche mit ihm oder Porträts mit ihm und so weiter. Und mir ist immer wieder aufgefallen, weil das war ja schon vorher bekannt, dass seine Position zu Stepan Bandera gar nicht mal so aufkam. Und Bandera war halt ein ukrainischer Faschist. Richtig. Und er hat ja, nachdem er ukrainische Botschafter wurde, ein Kranz niedergelegt am Grab von Bandera in München. Und manchmal wurde das so beiläufig erwähnt, aber ich fand halt komisch, dass das zumindest nicht mal angesprochen richtig, wird. Man muss ihm ja jetzt daraus keinen Strick drehen oder sagen, der gehört nicht hier nach Deutschland als Botschafter. Das können ja dann immer noch die Ukrainer selber entscheiden, wen sie hinschicken. Und darum habe ich vergessen, es gibt immer das Agreement. Du kannst keinen Botschafter entsenden, ohne dass der Staat, in den du den Botschafter entsendest, der Entsendung zustimmt. Ja, das nennt man. Er hat ja seine Bandera-Liebe erst öffentlich gemacht, nachdem er Botschafter wurde. Ja. Okay. Und dann habe ich einfach die Chance genutzt, nachdem klar war, er sitzt ja zwei, drei Stunden bei mir, dass ich dann auch noch mal eine halbe Stunde über seine Vorliebe zu Stepan Bandera rede. Und dann hat er sich halt ins Verhängnis geredet und hat halt am Ende seine Nähe zu Hitler beziehungsweise seine Kollaboration mit den Nazis in Abrede gestellt. Er hat die ukrainischen Massaker von Banderas Truppen an den Polen geleugnet. Laut israelischer Botschaft, die sich im Nachhinein gemeldet hat, hat er auch teilweise den Holocaust geleugnet, dadurch, dass Bandera dort und seine Truppen auch noch mitgemacht haben. Ja, und dann hat sich das verselbstständigt. Und eine Woche später, glaube ich, hat Zelensky ihn abgesetzt, beziehungsweise es war keine Absetzung, sondern er wurde befördert als zum stellvertretenden Vizeaußenminister für Südamerika, was in der Ukraine natürlich völlig bedeutungslos ist. Und, aber jetzt ist er Botschafter in Brasilien. Das hat seine wieder doch eine gewisse Relevanz. Nee, er konnte seine Klappe nicht halten, also selbst nachdem er kein Botschafter war. Und ist trotzdem noch in den deutschen Medien getingelt und hat dann teilweise die Regierungsposition der Ukraine missachtet. Und dann wurde er quasi nach Brasilien als Botschafter strafversetzt. Sie wollen den Kapitalismus überwinden. Ich will nur kurz fragen, wie? Sie wollen den Kapitalismus überwinden. Ich will nur kurz fragen, wie? Das müssen Sie noch besser geschieht wissen, das oder? Bald? Oder? Also Frank Castorf hat mir immer gesagt, ich bin extrem antikapitalistisch. Aber solange es ihn gibt, nutze ich ihn aus, solange ich kann. Das Ding ist, wir haben gar keine andere Wahl, als den Kapitalismus zu überwinden, weil er unsere Erde zerstört. Richtig. Also müssen wir Wege finden, wie wir das hinbekommen. Und der Kapitalismus ist weder in unserem Grundgesetz festgeschrieben, noch irgendwo an die Menschheit geknüpft, beziehungsweise auch an Demokratie. Das reden sich manche vielleicht ein. Und die Wege, wie wir da rauskommen, da ist sich, glaube ich, also die einzelnen Schritte, beziehungsweise die einzelnen Kriterien, was das bedeuten würde, ist sich, glaube ich, auch die Mehrheit in Deutschland einig. Also wenn man sagt, okay, wir dürfen keine CO2-Emissionen mehr durch unsere Wirtschaften produzieren, dann würden Leute sagen, jo. Wir dürfen keine Menschen mehr ausbeuten, wir dürfen keine Rohstoffe mehr irgendwo ausbeuten und am besten noch klauen. Wir dürfen keine, es gibt halt viele verschiedene Schritte, die einzeln
klar und deutlich dem Kapitalismus zuzuordnen sind, da sind wir uns einig, okay, das muss aufhören. Wir kommen daran gar nicht vorbei, sonst könnten wir den Planeten gar nicht retten, beziehungsweise die Menschheit, die auf diesem Planeten ist. So, und dann, wenn wir die einzelnen Schritte gehen würden, dann bin ich der Meinung, dass am Ende kein Kapitalismus mehr übrig bleibt. Wenn die Leute dann das trotzdem noch als Kapitalismus benennen wollen, dann ist mir das auch egal. Aber diese Art, wie wir wirtschaften und den Planeten für unsere Spezies gefährden, beziehungsweise ihn zerstören, das kann einfach nicht so weitergehen. Und darum muss man antikapitalistisch sein. Wir sind in der Zeit, Moment, ja, relativ weit fortgeschritten. Trotzdem will ich es für mich hat es gerade erst begonnen. Der Nahostkonflikt, die Meuchelmorde an Israelis am 7.10. furchtbar. Dann der Krieg gegen die Hamas. Jetzt leidet die Gaza-Zivilbevölkerung. Wenn sich die Hamas hinter der Zivilbevölkerung versteckt, ist das ein Kriegsverbrechen. Wenn die Israelis deshalb die Zivilbevölkerung töten, ist das ein Kriegsverbrechen? Siehst du eine Chance zur Lösung des Nahostkonflikts? Ich habe eine Befürchtung, dass es eine dauerhafte Lösung geben könnte, weil diese israelische Regierung natürlich ein eindeutiges Ziel hat. Das haben ja auch einige Minister schon kundgetan, dass sie die Palästinenser aus den Palästinensergebieten vertreiben wollen und dementsprechend dort für Fakten sorgen wollen. Das wird dir nie gelingen. Das kannst du vergessen. Das ist keine Lösung. Du hast ja mich gefragt, was die eine Lösung sein könnte. Aber nämlich, das ist keine Lösung des Nahostkonflikts. Aus Sicht dieser Regierung glaube ich schon. Ansonsten kann ich aus deiner und aus ihrer Sicht, aus meiner nicht. Ja, ich weiß, hast du vielleicht eine andere Meinung. Meine journalistische Perspektive ist, dass das die größte Gefahr ist, dass die Palästinenser aus Palästina vertrieben werden sollen. Und das könnte dann eine dauerhafte, völlig ungenügende und schreckliche Lösung sein. Aber das wäre dann ein Ende des Nahostkonflikts. Du meinst auch aus der Westbank? Ja, natürlich. Nein, dann nimmt der Nahostkonflikt an anderen Ecken wieder zu. Also Das wäre schrecklich, aber das ist gerade die Perspektive, die wir uns zubewegen. Nein, schrecklich ist, dass jetzt ein Flächenbrand entsteht mit allen katastrophalen Folgen. Ja, jetzt sind wir in einer Gabelsituation tatsächlich zu einer Lösung des Nahostkonflikts. Und die kann nur in der Existenz eines sicheren, souveränen Staates Israel und eines sicheren und souveränen Staates Palästina bestehen. Alles andere ist keine Lösung des Nahostkonflikts. Das wäre wünschenswert, aber das ist auch naiv. Ja, na, ich bin ja naiv. Ja. Du nennst dich nur naiv. Weil es überhaupt gar keine Anzeichen gibt. Ich würde mir wünschen, dass die dass der Westen genau das anstreben würde, aber wir tun ja das Gegenteil. Der Biden hatte mal einen bemerkenswerten Satz gesagt. Er hat gesagt, die israelische Regierung darf nicht den Fehler begehen, den meine Regierung begangen hat. Nach dem Anschlag auf die Türme haben wir weltweit Solidarität gespürt und durch die Art, wie wir den Terrorismus bekämpft haben, alles wieder kaputt gemacht. Das hat Biden gesagt. Was erstaunlich ist, dass er das jetzt sagt und es an die Adresse der israelischen Regierung sagt. Was sagst du nach 2 Jahren Krieg Russlands gegen die Ukraine? Siehst du eine Chance für einen Waffenstillstand? Ich weiß auch gar nicht, ob du den willst. Falls du ihn willst, oder siehst du keine Chance für einen Waffenstillstand? Ich meine, dass wir ihn dringend benötigen. Ja, wer ist denn jetzt gegen? Dagegen, die Mehrheit des Bundestages ist gegen einen Waffenstillstand. Das erklären die mir auch. CDU, CSU ist dagegen, SPD ist dagegen, Bündnis 90 Grüne dagegen, FDP dagegen. Ja, gegen Waffenstillstände ist die Bundesregierung ja allgemein. merken wir ja jetzt gerade in der Ost. Sowohl als in der Ukraine. Ich würde mir wünschen, wenn von heute auf morgen die russischen Truppen aus dem ukrainischen Staatsgebiet verschwinden würden und der Krieg damit vorbei ist. Ja? Also das sagt Pistorius auch.
Und dann frage ich ihn, wenn sie es nicht machen. Ich würde so sagen, das ist die Idealvorstellung. Das wäre schön. Damit wäre der Krieg vorbei. Ein Mann könnte diesen Angriffskrieg sofort beenden. Das ist Wladimir Putin. Das ist aber nicht realistisch. Wie wir zu einem Waffenstillstand kommen, ist halt die andere Frage. Es gibt halt Leute, die sagen, naja, erstmal muss es einen Waffenstillstand geben und dann gibt es Verhandlungen. Und in diesen Verhandlungen darf dann die Ukraine nicht verlieren. Und nicht verlieren bedeutet ja, dass die Ukraine ihr Staatsgebiet behält. Und zwar das komplette ukrainische Gebiet wie die Krim. Und das ist halt dann auch naiv. Und ich glaube, das forderst du. Nein, richtig? Bei der Krim gibt es eine Regelung im Minsk-Abkommen 2. Das bedeutet erstmal, dass sie auf das Donbass-Gebiet überhaupt nicht verzichten sollen. Aber was die Krim betrifft, kann man sich verständigen auf das, was dort drin steht, nämlich auf den Zeitpunkt, wann man wieder über die Krim spricht. Oder man versucht es gleich. Dann gibt es. Aber Krim gehört doch zur Ukraine. Ja, trotzdem gibt es ein Abkommen zwischen Ukraine und Russland. Ist das nicht passé mit dem Überfall? Es ist deshalb nicht passé, oder es ist passé in gewisser Hinsicht, weil aber die Ukraine versprochen hat, im Donbass-Gebiet als autonom zu machen innerhalb der Ukraine, haben sie da nie gemacht. Hat Russland versprochen, nicht anzugreifen? Wie bitte? Hat Russland versprochen, nicht anzugreifen? Ja klar, hat Russland das versprochen. Aber ich verstehe gar nicht, worauf du hinaus willst. Die Ukraine hat den Vertrag verletzt, indem sie nicht bereit war, dieses Gebiet für autonom zu erklären. Sie hat den Vertrag verletzt, indem sie dort offiziell die russische Sprache unterbunden hat, wo auch das Gegenteil vereinbart war. Nur all das, damit hier keine Missverständnisse aufkommen, rechtfertigt keinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Ja. Niemals. Da muss man in neue Verhandlungen treten, Druck fassen etc., aber niemals einen Krieg führen. Aber da sind wir uns völlig einig. Das aber hat Russland gemacht. Und Das ist aber alles passé, weil die Russen die Ukraine überfallen haben und jetzt eine neue Situation herrscht. Ja, eine neue Situation heißt aber noch nicht, dass ein völkerrechtlicher Vertrag nicht mehr gilt. Da gibt es dann wieder andere Vorschriften, wie das zugeschehen hat. Der kann ja außer Kraft gesetzt werden. Damit wird dann auch die Terminvereinbarung für die Krim außer Kraft gesetzt. Und darüber muss man sich dann verständigen. Ja, aber du hattest aber mal gesagt, du willst einen Waffenstillstand. Ja? Und dann soll es Verhandlungen geben, wo die Ukraine nicht verlieren darf. Richtig. Und wenn die Krim nicht mehr zur Ukraine nach dieser Verhandlung gehört, dann hat die Ukraine verloren. Also, richtig? Das heißt, sie hatte die Krim vor dem Angriffskrieg? Natürlich, seit 2014 herrscht Krieg. Ich sage, sie hatte die Krim vor dem Angriffskrieg, der jetzt begonnen hat? Ja, wenn du den Angriffskrieg nur ab 2022 zählst, dann nicht. Ja, zumindest. Aber seit 2014 hat Putin was gemacht. Die Krim, ja. Wer hat dagegen Krim, eine Rede Krim. Gehalten? Ich. Das sind eigene Leute. Das ist ein Bürgerkrieg. Nein, du musst über die Krim eine andere Verständigung bekommen. Da geht's ein Bürgerkrieg, der von Putin unterwandert und bezahlt wurde. Wir hatten den Maidan und danach hat Zelensky und die Ukraine ihre eigenen Bürger geschossen. Ja. Oder nicht? Ja, das gab es auch alles. Es gab kommt das nächste noch, dass die CIA hätte den Putsch 2014 gespielt. Ach so. Da war auch Frau Newland war nicht auf dem Maidan, hat Kekse verteilt und 5 Milliarden Dollar? Nein. Hat sie nicht. Na gut. Das ist in der falschen Sendung. Die Studenten bekamen auch ein bisschen Geld, etc. Nein. Also meine Erfahrung ist, sind die Amerikaner noch schuld, dass die Russen die Ukraine überfallen? Naja gut, nein. Der Überfall Russlands auf die Ukraine war völkerrechtswidrig falsch und muss scharf kritisiert werden. So wie ich auch scharf kritisiert habe, den Überfall der NATO auf Serbien war ebenfalls völkerrechtswidrig. Oder den Krieg der USA gegen, und den Krieg der USA gegen den Irak, der war ebenfalls völkerrechtswidrig. Und wenn du gehen willst, kannst du gerne gehen. Das ist dein gutes Recht. So. Aber das ändert nichts daran, dass man zu einer Lösung kommen muss. Und wenn du sagst,
die Lösung gibt es nicht, dann haben wir eben noch 20, 30 Jahre Krieg. Ich habe nicht gesagt, dass unterschätzen, dass Russland viel länger so einen Krieg aushalten kann als die Ukraine. Ich bin dafür, so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand zu kommen und dann zu Verhandlungen, bei denen die Ukraine nicht verliert. Da kann es auch Sonderregelungen für die Krim geben, zuständig dafür. Es gibt doppelte Staatsbürgerschaften, es gibt so viele Möglichkeiten, Lösungen zu suchen, doch, wenn man will, die nicht militärischer Natur sind. Das Punkt. Ist alles schön. Du hast mir nur gerade unterstellt, dass ich da keine Lösung will oder so weiter. Das stimmt doch nicht. Waffenstillstand. Ich hab nur deine Antwort kritisiert, dass du sagst, du willst einen Waffenstillstand, um dann zu verhandeln, wo die Ukraine nichts verlieren darf. Da ist aber die Frage, wenn Putin in den Verhandlungen nichts gewinnen kann, sondern nur verlieren kann, warum sollte er überhaupt in einen Waffenstillstand treten? Das macht doch logisch gar keinen Sinn. Ja, das sagt die Bundesregierung auch. Und dann sage ich das zu ist ihr, was anderes, was die Bundesregierung sagt. Dann sage ich zu der Bundesregierung, dann sagt doch, wenn ihr liefert vorübergehend keine Waffen an die Ukraine, wenn die einverstanden sind, übermorgen 0 Uhr einen Waffenstillstand zu machen. Und wenn dann Putin Nein sagt, dann setzt er sich noch viel stärker ins Unrecht als gegenwärtig. Und sie fürchten, dass er Ja sagt. Und meinen eben, dass die Ausgangsposition nicht günstig ist, weil nur wieder die US-Regierung denkt, dieser Krieg dient auch dazu, jetzt, nachdem Russland den Fehler begangen hat, Russland dauerhaft zu schwächen. Das scheint aber nicht zu funktionieren, wenn ich an BRICS denke, wenn ich an das Verhältnis China-Russland denke. Aber ich will jetzt gar nicht ausschweifen, weil ich mich mit diesen Fragen wirklich ziemlich intensiv beschäftige. Ich auch. Und ich sage nur, wenn du sagst, sie sollen verhandeln, dann ist es völlig unlogisch und naiv zu sagen, dass die Ukraine nichts verlieren darf. Natürlich werden sie dann Sachen aufgeben, weil sonst der Krieg nicht beendet werden würde als Verhandlungslösung oder weitergekämpft werden würde. Und das willst du ja auch nicht. Ja, lass mich doch naiv sein. Du bist eben schlauer. Ich bin schlauer. Was sagst du denn zur Wahlwiederholung in Berlin und zum Bundeshaushalt? Ja, die Wahlwiederholung ist ja offenbar eine richtige Sache, weil es dort nicht planmäßig abgelaufen ist. Ich weiß noch, ich habe in meinem Wahlstudio oder wie das heißt, habe ich auch noch nach 18 Uhr in der Reihe gestanden. Also das ist nicht gut gelaufen damals. Und was war noch die Frage im Haushalt? Haushalt, ja, der ist ja alles durcheinander wirbelt. Ich glaube, die Originalidee mit diesen ganzen Umgehungen der Schuldenbremse kam noch aus der Zeit von Merkel, als Scholz Finanzminister war. Also da sind die Ideen entstanden. Und damals war dann auch unter Merkel noch die CDU an der Macht und hat das mitgemacht. Und dann haben sie jetzt dagegen geklagt. Gleichzeitig jetzt aber so zu tun, als ob die CDU an diesem Haushaltschaos schuld ist und nicht diejenigen, die den unrechtmäßigen Haushalt beschlossen haben. Das ist natürlich auch ein bisschen wohlfeil. Natürlich hat die CDU das aus anderen Motiven gemacht, aber ich finde es richtig, dass man sich jetzt mal in Sachen Haushaltsführung ehrlich macht und endlich dazu kommt, diese beschissene Schuldenbremse abzuschaffen. Ja. Also, ich bin auch ein absoluter Gegner der Schuldenbremse. Ich habe damals CDU, CSU und SPD gefragt, warum sie die überhaupt ins Grundgesetz schreiben. Es hindert sich ja keiner daran, weniger Schulden zu machen. Da haben sie mir erklärt, man müsse sich selbst disziplinieren. Und jetzt haben sie aber ein wunderbares... Ich finde es ja schön, dass die Medien... Eine furchtbare Situation. Bloß jetzt könnten sie ja aussetzen, die Schuldenbremse für das nächste Jahr. Das machen sie nicht. Und streichen dafür alle Sozialkürzungen. Dann sagt Habeck, naja, außer für die Bürgergeldempfänger. Und dann sagt Habeck... Sie könnten ja sogar theoretisch die Schuldenbremse nicht aussetzen, aber die Einnahmen erhöhen. Das könnten sie auch, dann brauchen sie Steuergerechtigkeit. Ich kenne einige Menschen in Deutschland, die so reich sind, das würde niemanden stören, wenn sie einfach mehr Steuern zahlen würden. Die Vermögensteuer könnte man wieder einführen, man könnte spezielle Vermögensabgaben machen. Also man könnte sogar in der Logik der Schuldenbremse... Darf ich trotzdem auch mal einen Satz sagen? Die Vermögensteuer steht ich bin doch hier der Gast. Ja, die Vermögensteuer steht nach wie vor im Gesetz. Sie wird nur nicht erhoben. Das ist völlig daneben, ehrlich gesagt. Sie sind überhaupt nicht bereit. Also diejenigen, die Millionen und mehr Einkommen im Jahr haben, zahlen
von allen Einnahmen, Zinseinnahmen, alle möglichen, eine Steuer von etwas über 20%. Die mittleren Einkommen zahlen über 40%. Das ist Deutschland und nicht tragbar, um es auch mal ganz klar zu sagen. Nicht tragbar. Das ist völlig richtig. Das ist aber nur die Situation bei den Einkommen. Es geht ja um die Vermögen. Und, das, ja, ja, und in Deutschland sind Deutschland ist einer der Länder, wo Vermögen am allerwenigsten besteuert wird. Richtig. Und das ist ein Unding und das ist demokratiegefährdend und das wird uns langfristig auf die Füße fallen. Glaubst du, dass Trump in den USA die Wahlen wieder gewinnen wird? Ich glaube es nicht, aber es ist zu befürchten. Was kannst du uns von König Charles III., seiner Rede im Bundestag und seiner Gattin Camilla erzählen? Ich boykottiere Monarchen und ja, dementsprechend interessiert mich nicht, was dieser Mensch sagt. Aber du hast dich dazu geäußert. Habe ich? Na gut. Was habe ich denn dazu gesagt? Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich dachte, das war ganz nett und da frage ich ihn mal danach. Deine Bemerkung war frech. Ich hoffe, dass die britische Demokratie irgendwann dazu kommt, ihre prähistorischen Monarchen loszuwerden. Vielleicht habe ich das gesagt. Ja. Das gehört nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Aber es gilt auch für alle anderen Länder in Europa. Ja, ich sage immer, solange es die Mehrheit der Bevölkerung aushält, haben wir es auch auszuhalten. Aber wir werden sehen. Ich bin ganz froh, dass wir keinen König mehr haben. Kaiser brauchen. Gregor, bei uns wäre es der Kaiser. Ja, richtig. Kaiser ist ja noch schlimmer. Also, leider haben wir keine Zeit mehr, über die Linke zu reden. Das finde ich auch sehr gut. Sei froh. Und auch keine Sei Zeit froh. Mehr, über Sarah Wagenknecht zu reden. Sei Darüber froh. Bin ich auch froh. Ja. Und deshalb, lieber Thilo Jung, zitiere ich dich jetzt. Es ist unserer Demokratie scheißegal, wie die Leute sind, die die Entscheidungen treffen. Es ist nur wichtig, was sie für Entscheidungen treffen und wie sie dazu kommen. Ich wünsche dir, dass du in deiner Hartnäckigkeit nicht nachlässt, dass du kompromisslos und unduldsam bei deinen Fragestellungen bleibst. Trotzdem solltest du Schritt für Schritt auch Verständnis für Schwächen und Mängel bei Menschen, mithin auch bei Politikerinnen und Politikern entwickeln. Du weißt, dass es einen Unterschied zwischen Unduldsamkeit und Unfairness gibt. Und das beachtest du auch, was ich für wichtig halte. Es muss aber unbedingt Journalistinnen und Journalisten wie dich geben, für die Politikerinnen und Politiker Respekt entwickeln, auch ein bisschen Angst haben. Bleib du einfach, wie du bist. Mach so viel Pause, wie du benötigst, um dich zu regenerieren, aber nicht mehr. Verlieren sollte dich Deutschland nicht und deine Leidenschaft auch nicht. Und auch wenn ich mich mit dir gerne streite, da wir beide von einem erhobenen Standpunkt aus die Welt betrachten, nur sehr unterschiedlich. Dankeschön.